In Spektren, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektren. Ich bin Delphine, Pronomen MMs. Ich bin 26, komme aus NRW in Deutschland, bin weiß und ein paar meiner Labels sind Pan-Oriented, Arrow Ace, Agender Flux, Voidarian Flux, Libra Androgyn, Raven Collector und Matt und Spoonie. Und damit höre ich jetzt erstmal auf und gebe an Chris weiter. Hallo, ich bin der Chris, ich bin 39, ich bin weißer Cis-Mann, bin demisexuell und grey aromantisch und ich wohne in Deutschland. Und wir sind heute nicht allein hier, wir haben uns noch drei Leute als Gastpersonen mitgebracht und ja, bitte stellt euch doch mal vor. Hallo, ne? Ich bin der Dominik, weiß männlich, bisexuell, bin 24 Jahre alt und komme aus Thüringen, aus dem wunderschönen Thüringen. Ich bin Elias, 28 Jahre alt, pansexuell und wohne in Leipzig. Ich bin Florian, 21 Jahre alt, ich benutze eher ihm-Pronomen, bin Aro Ace, weiß und komme aus Köln. Ich bin auch ein bisschen krank, also entschuldigt meine Stimme. Ja, und worum geht's denn heute? Ja, nachdem wir in Folge 47 Männlichkeit aus A-Spec-Sicht kritisch betrachtet schon über einige Punkte im Zusammenhang mit Männlichkeit gesprochen haben, dachten wir, wir schauen uns heute mal an, wie das denn mit toxischer Männlichkeit so aussieht. Das heißt, ein paar Punkte werden wir heute vielleicht wiederholen, aber nicht ganz so ausführlich besprechen und auch neue Punkte ansprechen. Wir sprechen erstmal darüber, was toxische Männlichkeit eigentlich ist, was es mit Weiblichkeit zu tun hat und warum wir die zwei Dinge nicht voneinander getrennt betrachten können und reden in dem Zusammenhang auch darüber, warum wir alle das Patriarchat auch bewusst stützen können, was es für Intersektionen gibt, was für Konsequenzen toxische Männlichkeit eigentlich auf uns alle, aber auch auf Männer speziell haben kann und schauen uns am Ende noch an, was kritische Männlichkeit ist und wie alternative Männlichkeitsbilder vielleicht aussehen können. Ja, und damit würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Bevor wir jetzt aber kopfüber ins Thema springen, hier noch die Inhaltswarnungen bzw. Content Notes, die für die gesamte Folge gelten. Das sind Geschlechterstereotype und Geschlechterrollenklischees, die binäre Geschlechterordnung, toxische Männlichkeit und wie sie sich äußert, das Patriarchat, teils gibt es binäre Sprache, Abwertung vom Performen von Weiblichkeit durch Personen, denen bei der Geburt ein männliches Geschlecht zugewiesen wurde und Objektifizierung von insbesondere Frauen. Alle Inhaltswarnungen, die nur für Abschnitte der Folge gelten, findet ihr wie üblich mit genauen Zeitangaben in unseren Shownotes. So könnt ihr frei entscheiden, ob ihr euch gerade mit dem Hören dieser Folge oder Teilen davon wohlfühlt, ihr Stellen überspringen möchtet oder sie zum Beispiel lieber in einer sicheren Umgebung anhören möchtet. Und jetzt geht's los mit der Folge. So, dann brauchen wir, glaube ich, erstmal eine Definition, um anfangen zu können. Was ist denn Männlichkeit und was ist Weiblichkeit? Delphine, du hattest da Dinge recherchiert. Genau. Also es gibt keine so richtige Definition von Männlichkeit. Männlichkeit ist eher so das Fehlen von Weiblichkeit. Also alles, was Weiblichkeit zugeschrieben ist, sollte oder darf nicht vorkommen, dann ist es männlich. Und Männlichkeit, Performen ist auch so eher so eine Wischiwaschi-Definition mehr oder weniger, so, okay, es ist das Fehlen von Weiblichkeit und männlich sein. Aber es gibt nicht so, okay, das ist jetzt männlich, das ist nicht männlich. Ist auch je nachdem, wo Mensch herkommt, kann das auch anders sein, was gerade als männlich, was als weiblich zählt. Aber was auf jeden Fall gesagt werden kann, ist, dass Männlichkeit und Weiblichkeit und was bedeutet das, ist auf jeden Fall untrennbar miteinander verbunden. Das heißt, wir können nicht über Männlichkeit reden, ohne über Weiblichkeit zu reden und umgekehrt. Und was auf jeden Fall gesagt werden kann,
Es sind willkürliche Zuschreibungen, was was ist. Also willkürlich im Sinne von, es hat sich entwickelt, was wem von beiden zugeschrieben wird und was nicht. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass gesagt werden kann, okay, ja, aus irgendwelchen natürlichen Gegebenheiten ist diese eine Sache männlich und diese eine Sache weiblich. Also das gibt es gar nicht. Es ist einfach, es hat sich entwickelt, dass Fähigkeit oder Attribut XY heute als männlich gilt und das andere eben als weiblich oder das Fehlen von etwas gilt jetzt als männlich. Und da haben wir auch die Schwierigkeit, dass einige der Sachen werden aus dem Verhalten abgeleitet. Aber das Ding ist, das Verhalten, was wir an den Tag legen, ist schon von den Vorstellungen beeinflusst, die vorher schon da waren. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, ja, alle Männer sind eher so emotionslos und deswegen ist das männlich, weil es daher kommt, dass wir schon so mit den Vorstellungen aufgewachsen sind. Okay, Männer sollen nicht so emotional sein, Frauen dürfen emotional sein. Das heißt, es ist mehr so ein Henne-Ei-Problem, was war zuerst da? Und es kann nicht wirklich gesagt werden. Es ist nur das, was wir beigebracht bekommen, beeinflusst, was wir an den Tag legen an Verhalten. Aber das, was wir an den Tag legen, beeinflusst auch wieder die Vorstellungen, die sich festigen und die Leuten beigebracht werden. Das heißt, es ist alles so ein bisschen schwierig. Ja, was vielleicht ein bisschen leichter manchmal zu sagen ist, als was ist männlich, ist die Frage, was ist weiblich, weil wir da so die Vorstellung haben, Gefühle zu haben und Gefühle zu zeigen, das ist weiblich. Wobei da auch das Problem ist, dass emotional zu sein häufig auch damit gleichgesetzt wird, dass die Person labil ist oder nicht belastbar. Und vor allem, dass zum Beispiel in Diskussionen emotional zu sein dann mit unsachlich gleichgesetzt wird. Und das führt dann dazu, dass dadurch, dass weibliche Personen eher aufgezogen werden, mit dem du darfst Emotionen haben und zeigen und Männer dürfen das nicht, dass Frauen dann in Diskussionen auch tendenziell eher Gefühle zeigen als Männer und dass Frauen dann generell als unsachlicher in Diskussionen dargestellt werden oder wahrgenommen werden als Männer und dass dadurch so eine generelle Abwertung eher passiert. Und ansonsten bei Weiblichkeit ist noch so als Attribute, dass weiblichen Personen eher der passive Sexpart zugeschrieben wird, auch als Bottomhood bezeichnet. Da sind wir aber in unserer vorigen Folge näher drauf eingegangen. Das heißt, da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Oder zum Beispiel auch das Thema Make-up ist weiblich. Und wenn Männer Make-up nutzen, sind Männer unmännlich. Da haben wir auch wieder so eine Verknüpfung. Und was wir auch haben, neben diesem Part weiblich, zur Weiblichkeit gehört der passive Sex-Part. In dem Bereich haben wir auch noch, dass Frauen keinen Sex wollen oder zumindest sollen sie ihn nicht wollen oder nicht zeigen, dass sie ihn wollen. Aber sie sollen immer sexuell verfügbar sein für Männer. Also eine Form von, das ist jetzt angemessene Weiblichkeit, während bei Männern dann eher ist, sie wollen Sex und alle Männer wollen Sex und sie dürfen das zeigen. Und dann wie ist aber dann auch wieder die Sache, okay, wenn Männer jetzt keinen Sex wollen, dann ist es auch gleich wieder so ein, sie sind unmännlich. Und wenn Frauen zeigen, sie wollen Sex, dann sind wir wieder bei dem Thema zum Beispiel Slut-Shaming, wo dann, auch wenn Menschen ein bisschen drüber nachdenken, deutlich wird, okay, da wird auf jeden Fall mit zweierlei Maß gemessen, weil das eine Geschlecht darf das Verhalten an den Tag legen, das andere Geschlecht darf es nicht. Und das ist alles mit unseren Bildern von Geschlechtern verbunden, die, wie ich am Anfang gesagt habe, aber naja, zwar gewachsen sind, aber doch irgendwo recht willkürlich sind und eigentlich nur Bilder sind, die sich entwickelt haben, aber es ist nicht mehr wie Bilder oder wie Geschlechterstereotype. Genau.
dem Zusammenhang kann man vielleicht noch anmerken, wenn ihr mehr hören wollt über mögliche toxische Weiblichkeit, da haben wir eine Folge geplant. Die könnte vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft irgendwann mal passieren. Und da werden wir genauer darauf eingehen. Wir wissen, viele Hörer haben sich das auch gewünscht, dass wir uns das mal anschauen. Genau. Es wird auch voraussichtlich nicht mehr allzu lang dauern, weil sie schon geplant ist. Ja. Ja, aber was bedeutet jetzt unsere Definition eigentlich so abgeleitet dann für unser Bild von Männlichkeit? Chris, magst du da vielleicht was zu sagen? Ja, effektiv heißt das dadurch, dass wir als Mann nicht das sein wollen, was von Frauen irgendwie erwartet wird, müssen die Männer definitiv halt der starke Part sein. Sie müssen Dominanz ausüben. In der Männerwelt geht es viel um den Gewinn von Macht und um Geld. Wer irgendwie Geld hat, ist der Macker und kriegt Respekt von seinen Mitmännern. Dementsprechend ist auch diese Ellbogenmentalität, die man so als Klischee kennt, dann doch verbreitet. Das heißt, man versucht halt mit einiger Aggressivität auch irgendwie vorzugehen, um genau diese optimalen Zustände irgendwie zu erreichen. Dementsprechend kann man das natürlich dann auch auf den Sex anwenden. Man kann sagen, als Mann will man eine aktive Sexualität haben, man will die ganze Zeit Sex wollen, will wollen. Ja, ihr versteht, was ich meine. Und hat dann natürlich auch dementsprechend den dominanten Part bei der ganzen Sache, weil man ist halt irgendwie der Entscheider und muss gefälligst wissen, was man will. Das führt aber auch dazu, dass in die andere Richtung diese Erwartungshaltung da ist, dass der Mann dann auch der Versorger sein muss. Also wenn es da irgendwie eine Partnerschaft gibt, dann ist der Mann derjenige, der sich da gefälligst zu kümmern hat. Und so kann man dann quasi sagen, dass die Männlichkeit so eine Position im Geschlechterverhältnis ist, die sich halt durch Gewalt, Stärke und vielleicht auch Redegewandtheit irgendwie oben hält und dadurch auch gestärkt werden kann. Und dementsprechend nicht nur die eigene, sondern auch eventuell die Machtposition von anderen Mitmännern auch stärken soll. Was natürlich im Umkehrschluss auch zeigt, wenn man es so lernt, dass das halt auch sehr die Selbstwahrnehmung von den Männern beeinflusst, weil man kriegt mit, man muss sich so verhalten, die anderen Mitmänner verhalten sich so, also muss man das auch dementsprechend durchziehen. Oder wenn man das halt nicht kann, dann sorgt das halt auch für einen relativen Bruch mit der eigenen Selbstwahrnehmung. Und somit kommen wir effektiv zum Begriff der hegemonialen Männlichkeit, die sich genau um diesen ganzen Gedankengang dreht. Magst du da was dazu sagen, Delphine? Genau, also vielleicht erstmal zur Einordnung. Der Begriff hegemoniale Männlichkeit wurde von der australischen Soziologin Raven Connell oder ähnlich ausgesprochen, sorry, falls das falsch war, in feministische Diskurse und die Gender- bzw. Männerforschung eingeführt. Und seit dem Erscheinen ihres Buches Masculinities von 1995 wurde der Begriff besonders in Gender Studies verwendet, diskutiert, aber auch kritisiert und ist seitdem ein ja relativ bekannter Begriff und ich glaube auch einer, den wir vor allem in den letzten Jahren häufiger hören, seit sich mit dem ganzen Konzept von Männlichkeit und Weiblichkeit und Patriarchat mit den ganzen Zusammenhängen mehr gesprochen wird oder zumindest mit mehr medialer Aufmerksamkeit. Und was das jetzt bedeutet, hegemoniale Männlichkeit ist quasi die weit verbreitete und auch übliche Strategie, um Macht zu erlangen, aber auch aufrecht zu erhalten. Da geht es um das Geschlechtermachtverhältnis und dass es dazu quasi einen Konsens gibt. Nicht, dass das darüber gesprochen würde und alle sagen, ja, das finden wir gut. Da stimmen wir zu, das halten wir aufrecht, sondern das ist mehr so was Unausgesprochenes, was sich dadurch bedingt, wie wir aufwachsen, was wir beigebracht bekommen und was uns im Alltag auch begegnet, was reproduziert wird durch zum Beispiel Medien.
woraus sich dann dieses Geschlechtermachtverhältnis ergibt, was oft nicht angesprochen oder angezweifelt wird und deswegen quasi als Konsens bezeichnet werden kann. Das ist aber natürlich lokal unterschiedlich, das ist in unterschiedlichen Epochen, kann es da Unterschiede geben und natürlich ist es nicht auf der Welt überall genau gleich, sondern natürlich auch abhängig von kulturellen Gegebenheiten, wie sich eine Kultur entwickelt hat und auch wie die Gesellschaft Weiblichkeit und Männlichkeit vor Ort quasi sieht. Das heißt, es kann da kleine Unterschiede geben oder große Unterschiede. Und wir reden jetzt hier hauptsächlich darüber, wie es bei uns aussieht, also Deutschland beziehungsweise in der sogenannten westlichen Welt. Ja, es gibt bei hegemonialer Männlichkeit so eine Art Mitläufereffekt. Das heißt, also erstmal haben wir, dass das Ganze irgendwie so eine Art unausgesprochener Konsens ist. Und dann haben wir aber auch, obwohl die wenigsten Männer eigentlich diesem Bild entsprechen können, dieser hegemonialen Männlichkeit, also die wenigsten Männer sind wahrscheinlich super stark, komplett dominant, haben viel Macht, viel Geld, sind mega aggressiv, haben eine krass aktive Sexualität, sind der dominante Sexpart, sind Versorger und was nicht alles noch Männlichkeit zugeschrieben wird. Aber trotzdem wird es vom Umfeld vorgelebt und es wird auch durch Medien immer wieder gesagt, okay, Männer sind so. Und es ist so, dass die Mehrheit davon profitiert, auch wenn nicht alle dem entsprechen. Das heißt, jetzt, wenn wir sagen, zum Beispiel ein Mann, der alles von dem gerade Aufgezählten ist, der würde quasi dann im Machtverhältnis, wenn wir allein Männer betrachten, weiter oben stehen. Und dann Männer, die nur ein paar von diesen Sachen als Verhalten haben, stehen dann weiter unten. Und dann gibt es so quasi innerhalb wenn wir Männer betrachten, auch schon mal so ein Machtgefälle, aber sie stehen trotzdem alle noch über zum Beispiel Frauen und profitieren damit von dieser hegemonialen Männlichkeit, von dem Machtverhältnis, in dem einfach die Geschlechter einsortiert sind und können das auch unbewusst stärken und damit quasi Mitläufer werden oder Mitläufer sein bei dieser Sache. Und das Ganze funktioniert auch durch so eine Art Rangfolge, also sich miteinander vergleichen und auch dann irgendwie unterordnen oder halt auch nicht unterordnen, sondern weiter oben stehen. Und bei dieser Rangfolge haben wir neben dem, was ich gerade gesagt habe, Leute mit aktiver Sexualität, die dominant sind und so, spielen da noch andere Sachen mit rein. Wer dann ganz oben steht. Zum Beispiel ganz oben sind gesunde, nicht behinderte Männer, die weiß sind, die straight sind, cis und aber auch nicht zu jung oder zu alt, weil zu jung kann dann auch wieder als weiß noch nicht genug gesehen werden und zu alt kann schon wieder in senil oder sowas einkategorisiert werden. Das heißt, es ist auch so ein Bild von du musst eigentlich all diesem entsprechen, um oben zu stehen, aber dem entsprechen halt nicht alle. Und die, die nicht allem davon entsprechen, profitieren vielleicht nicht genauso von diesem ganzen Machtverhältnis und diesen stereotypen Bildern, aber sie profitieren immer noch von diesem Gesamtsystem. Inwiefern sie profitieren, ist unterschiedlich. Das kommt halt darauf an, wo genau sie stehen. Aber ja, es kann gesagt werden, dass Männer davon in irgendeiner Weise profitieren. Genau, dementsprechend ist dann auch in dieser Hierarchie, kann man auch sagen, je mehr von diesen tollen Attributen da fehlen, umso eher sind das wieder weibliche Attribute, die dazukommen. Das ist ja wieder dieses Fehlen von irgendwas oder andersrum definieren. Dementsprechend sieht man dann auch, dass quasi
in Anführungszeichen weiter unten halt dann irgendwann die feminineren Männer stehen oder die homosexuellen Männer, weil denen ja gerne die Femininität irgendwie zugeschrieben wird. Dann hat man immer noch auch diese, die Frauen natürlich relativ weit unten, darüber stehen vielleicht dann Frauen, die etwas maskuliner auftreten, weil die wieder irgendwie dann schauen, dass sie irgendwelche Männlichkeitsbilder oder männliche Attribute irgendwie dann verkörpern. Und dann die ganzen Interpersonen, die möglicherweise sogar noch unter den Frauen stehen, weil an der Stelle man vielleicht noch erwähnen muss, dass das ja nicht nur von Männern aufrechterhalten wird, diese hegemoniale Männlichkeit dieses Systems, sondern das sind ja durchaus die Frauen auch mit beteiligt, die das jeweils akzeptieren oder mittragen. Und wenn man dann Personen hat, die man irgendwie nicht mal mehr richtig quasi einordnen kann, vertritt die jetzt typisch männliche Attribute, vertritt die typisch weibliche Attribute, dann werden die quasi sogar auch von den Frauen noch abgestuft durch diverse Ismen, die man da noch irgendwie verwendet, um halt seine eigene Macht irgendwie zu erhalten und zu etablieren. Genau. Also kann auf jeden Fall gesagt werden, also neben Frauen können auch Interpersonen das Ganze natürlich stützen, auch unbewusst oder bewusst, genauso wie bei Männern und Frauen auch. Und genau, es kann sein, dass dann Frauen untereinander nochmal so eine Rangfolge anlegen. Es kann aber auch sein, dass dann der gesellschaftliche Blick darauf sagt, dass männlich präsentierende oder Frauen mit männlichen Eigenschaften oder Verhalten höher gewertet werden kann oder Frauen untereinander sagen das. Das kann auch nochmal unterschiedlich sein. Und genau, dass natürlich Intersektionen mit anderen Themen, mit anderen Bereichen beeinflussen auch nochmal, wo die einzelnen Personen in dieser quasi Rangordnung in Anführungszeichen stehen. Also wenn ich jetzt eine Frau bin mit zum Beispiel einer Behinderung und ich bin, weiß ich nicht, zum Beispiel lesbisch, dann stehe ich weiter unten nochmal als Frauen, die zum Beispiel dann auch wieder gesund sind, nicht behindert, weiß, straight, cis und so weiter. Das heißt, wir haben dann jeweils immer in der Gruppe von Menschen mit demselben Geschlecht immer wieder auch so eine Abstufung, die entweder innerhalb der Gruppe gemacht wird oder von außen auf diese Gruppe projiziert wird, wodurch dann ja zu verschiedenen marginalisierten Gruppen auch zugehören, Mensch wieder quasi auf eine schlechtere Stufe steht, beziehungsweise die Person dann weniger von diesem Geschlechtermachtverhältnis profitiert oder irgendwelche Privilegien sich daraus ergeben. Und wir sollten vielleicht noch sagen, dass wir hier von einer Rangfolge reden, wie wir sie wahrnehmen oder wie sie hier bei uns heißt, jetzt speziell Deutschland, Österreich, Schweiz wahrgenommen wird. Das ist nicht übertragbar auf die ganze Welt. Und das kann natürlich lokal. Vielleicht ist es in Deutschland ein klein bisschen anders als in Österreich. Oder wenn ich jetzt in eine bestimmte Region schaue, kann das ein bisschen anders sein als in der Region daneben. Das ist jetzt mehr so eine, ja, der Versuch einer Gesamtbetrachtung oder dem, wie es jetzt auf die Gesamtheit betrachtet wirkt oder wahrgenommen werden kann. Ansonsten können wir vielleicht noch sagen, dass bei hegemonialer Männlichkeit Ismen, was Chris gerade auch schon angesprochen hatte, verwendet werden im Sinne von einer Ausübung von Dominanz, um sich im Vergleich mit anderen aufzuwerten. Also quasi, ich nutze die Marginalisierung, um andere Leute abzuwerten und mich dadurch aufzuwerten und in diesem Geschlechterverhältnis besser darzustellen oder weiter oben zu stehen. Weil natürlich, je weiter oben ich stehe, desto mehr Privilegien habe ich und desto vorteilhafter ist das für mich. Und das ist natürlich auch etwas, ja,
Natürlich ist der falsche Begriff. Mir fällt gerade nicht ein, welches Wort ich suche, aber wenn ich die Chance habe, mich besser dastehen zu lassen, ist es natürlich auch etwas, was die meisten von uns auch nutzen würden. Und es geht bei dieser ganzen Sache auch sehr viel um unbewusste Dinge, die wir machen. Das heißt, wir wenden das auch nicht unbedingt aus, ja, einer schlechten Intention heraus an, sondern es ist sowas, wir werden so sozialisiert, das heißt, wir wachsen so auf und das ist etwas, was einfach da ist und wenn wir nicht explizit darüber nachdenken, das auch vielleicht gar nicht mitbekommen und dann nutzen wir dann auch Sachen, um uns aufzuwerten und andere abzuwerten und haben gar nicht im Blick, was das unbedingt für Auswirkungen auf andere Leute hat. Das macht es nicht besser, aber es ist schon irgendwo so nachvollziehbar. Also wenn ich mich aufwerten kann, werde ich mich dann wahrscheinlich in der Regel schon aufwerten, weil es halt dann persönlich, also jetzt nicht speziell auf mich, aber so, es ist irgendwo nachvollziehbar, dass Leute sich aufwerten, um besser dazustehen. Genau. Und das ist einfach was, wo wir dann auch als Gesellschaft mehr drüber reflektieren müssen. Also mehr drüber reden, mehr drüber nachdenken, dass diese ganzen Ismen, die wir verwenden und die Marginalisierung von Leuten ein Instrument ist, um dieses Verhältnis aufrechtzuerhalten, von dem eigentlich nur wenige profitieren und ganz viele Leute drunter leiden. Und nicht nur Frauen und Interpersonen, sondern auch Männer, weil es stehen ja auch nicht alle Männer auf der gleichen Stufe und alle, die abgewertet werden, leiden natürlich auch darunter. Und selbst die, die ganz oben stehen, haben wahrscheinlich teilweise auch so einen großen gesellschaftlichen Druck oder machen sich selber so einen Druck, dass das negative Auswirkungen auf sie hat und es im Prinzip allen schadet. Richtig, ja, nicht umsonst ist dieses Klischee, dass Männer relativ bald irgendwelche Herzinfarkte haben und früher sterben, weil tatsächlich, also eine der möglichen Erklärungswege ist, dass die sich selber unter so viel Druck setzen, dass es halt der Gesundheit schadet. Und ich glaube schon, also es gibt schon so, also das ganze Ding ist bei uns in der Gesellschaft so sehr verankert, dass wir echt über das Wenigste davon reflektieren. Das fängt an in der Schulzeit, wenn man das dicke Kind ist, das im Sportunterricht als letztes in die Gruppe gewählt wird. Oder dann später, wenn einem die Eltern sagen, ah, du bist noch jung, du kannst mir ja gar nichts erzählen von deinen Erkenntnissen, weil du weißt das ja alles noch gar nicht. Und später aber dann in die andere Richtung, wenn man dann sagt, ach, Opa erzählt dir vom Krieg, lass den mal labern, dem hören wir jetzt nicht zu. Und das ist effektiv genau schon das mit, okay, man befindet sich halt in dieser Phase, wo man hier quasi die dominante Autorität ist und quasi den Respekt einfordert der anderen Leute, und aber andere Leute dafür niedermacht. Und das ist, glaube ich, so eine der Dinge, die wahrscheinlich am weitesten verbreitet sind. Jeder von uns kennt wahrscheinlich einfach diese Situation. Ja, genau. So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, bleibt die Frage, was ist eigentlich toxische Männlichkeit und wie äußert sich das? Jo, genauer wäre bei der Sache wahrscheinlich von toxischen Männlichkeitsrollenbildern zu reden. Weil, also es das heißt jetzt nicht, dass irgendwie alle Männer toxisch sind. Was heißt das an der Stelle irgendwie giftig? Nee, das bin ich ja irgendwie nicht. Aber das äußert sich effektiv als Symbol dieser Rollenklischees, die irgendwie von Männlichkeit in dem Fall aufgebaut werden. Und das kommt effektiv aus diesem kompetitiven Umfeld, das irgendwie unter Männern aufgebaut wird. Effektiv ist es ja so ein stetiges Vergleichen für Anerkennung, was so die Männerwelt prägt. Und kann man in die Richtung auch, ich glaube, wir hatten das auch in unserer vorherigen, also in der Folge 47 erwähnt, als wir über Männlichkeit sprachen. Dass dann unter anderem halt, wenn junge Männer irgendwie nicht frühzeitig aktiv sexuell unterwegs sind, zum Beispiel, dann werden die irgendwie direkt als unnatürlich oder sozial unfähig abgestempelt oder als unattraktiv. Also man versucht die halt irgendwie ein bisschen abzuwerten, infantilisiert die oder fängt sogar an zu pathologisieren. Man kennt dann irgendwie dieses Argument von, hey, lass mal deine Hormone checken, da stimmt doch irgendwas nicht mit dir.
Und oft hat man halt dann auch irgendwie so Meilensteine am Start, die man irgendwie so als Mann zu erreichen hat. So als Junge will man irgendwann mal sein erstes Mal gehabt haben, dann will man seine erste Freundin haben, dann irgendwie im Beruf vorankommen und das steigert sich dann irgendwie hoch. Da bin ich voll ganz bei dir, erst recht mit dem kompetitiven Umfeld. Bei vielen jungen Jungs oder allgemeinen Männern wird das ja schon damals in die Wiege gelegt, von klein auf bis, sagen wir so, bis ins 12. Lebensalter. Ja, du darfst keine Gefühle zeigen, das dürfen nur Männer machen, das machen Frauen. Und da schon im frühen Stadium, wenn das ist, wenn dem Kind das beigebracht wird, okay, das wird jetzt, sagen wir so, männlich dargestellt, hört sich dann auch mal in den Jahren so ein Punkt auf, wo da, wo man wirklich oder wo man als Mann drüber nachdenkt, ja, das ist so, das wird so gemacht. Und da muss ich sagen, leider Gottes war es bei mir auch so. Ich bin sowas von froh, dass es weg ist. Aber ja, ich finde es eigentlich auch schade, weil heutzutage ist eigentlich eine normale Welt. Heutzutage kannst du machen. Sollst du allgemein machen, was du willst, aber viele junge Eltern oder allgemein viele Eltern pochen immer noch darauf, hier, du bist ein Junge, zeig keine Gefühle, auch wenn du hingefallen bist, ja, ist nur ein Kratzer, ist nichts Schlimmes, das verheilt wieder, aber es kann so viele Sachen passieren, Entzündung, Blutvergiftung, etc. pp. Und das wird halt von vielen Leuten wirklich sehr, erst recht bei Jungs, sehr runtergespielt, dass es das Normalste auf der Welt ist, wenn man sich mal verletzt. Genauso, aber kennst du auch von diesem Spruch mit hier Mann oder Memme oder Mann oder Maus, Ja. das sei mal nicht so. Das ist, ja, kriegt man irgendwie von klein auf mit. Und eigentlich musste man als, also so sehe ich das, als erwachsener Mensch, wenn man wirklich ein Kind hat, erst recht jung, muss man beibringen, okay, es ist normal, Gefühle zu zeigen, egal was jetzt deine Mitschüler, Lehrer, etc. pp. Sagen, dein Umfeld, ist es in Ordnung, Gefühle zu zeigen und nicht abzustempeln, ja, hab keine Gefühle oder halt interner kennt keinen Schmerz. Das ist auch wieder so ein Spruch, was ich öfters gehört habe in der Kindheit. Und das wäre eigentlich wirklich sehr ideal, auch schon den Kindern zu zeigen, erst recht bei den Jungs hier, pass auf, wenn du traurig bist, weine, wenn du dir wehgetan hast, komm zu uns, darfst auch weinen, wir passen drauf auf. Und ja, das gab's halt, oder es gibt's, gab's. Es gibt's zwar immer noch, aber damals war es größer, dass halt auch Vaters, Väter und hast nicht gesehen, dass sie den kleinen oder allgemein ihren Söhnen beigebracht haben. Vor allem bei dieser Spruch, den du gerade meintest, mit Indianer kennt keinen Schmerz, ja auch noch eine ganz andere Komponente dahinter hat, wenn, weil der Spruch rassistisch ist und dann Ja. einmal nicht nur Männer abwertet, sondern auch noch Natives abwertet. Und es ist quasi einmal so ein Rundumschlag und hat eigentlich nur negative Konnotationen und Auswirkungen. Und das ist so schade. Also ich will auch gar nicht sagen, dass ich selber den Spruch nie verwendet habe. Hab den auch oft gehört und entsprechend dann auch ja selber verwendet. Aber es ist auf so vielen Ebenen leider so falsch. Wäre einfach schön, wenn wir das kollektiv einmal verlernen. Nicht nur, Richtig. weil es rassistisch ist, sondern auch, weil es rassistisch ist, aber auch, weil es einfach, ja, es schadet halt allen zu sagen, ja, du kennst keinen Schmerz, weil du bist XY. Ja, da sprichst du aber auch eins der größten Probleme an, die ich sehe, nämlich dass das Ganze tradiert wird. Und dadurch halt auch sehr subtil passiert und nicht direkt ausgesprochen wird, wodurch es schwerer ist, das Ganze irgendwie fassen zu können, wie wenn es eine direkte Aussprache wäre. Also in dem Fall ist es halt der Spruch, der eine direkte Aussprache ist, aber es ist halt auch häufig dann, zeigt es sich subtiler in Erziehungen und so. Gerade dieses, es ist nur ein Kratzer, was ja ein Spruch ist, der oftmals gar nicht als negativ angesehen wird, sondern auch der, den du gerade gesagt hast, natürlich auch nicht, aber dass es dadurch quasi überhaupt gar kein negatives Framing wirklich ist, auch wenn die Sachen, die es transportiert, glaube ich, häufiger als negativ angesehen werden, als es so geframed wird, diese Sprüche insgesamt. Das wird halt auch dementsprechend vorgelebt und durch halt auch die Medien dir effektiv so beigebracht. Ich erinnere mich da irgendwie an diese tolle Szene aus, ich glaube, Predator war das,
wo es diesen Abtausch gab von, hey, du blutest, ich habe keine Zeit zu bluten. Und das fühlt sich halt, ja, es fühlt sich halt ultra männlich an, weil das ist ein echt männlicher Mann, der das sagt. Der hat vorher irgendwie mit dem MG irgendwie den halben Dschungel weggemäht. Und natürlich ist der deswegen total cool. Und dann ist das halt auch was, nach dem man irgendwie strebt, wenn man das sieht. Und das halt zusammen mit diesem, was wir auch vorher bei der Definition hatten, dass so also quasi Emotionen zu zeigen verweiblicht wird, sorgt halt dafür, dass du als Junge quasi nicht nur quasi diese Emotionen irgendwo unterdrückst, sondern auch später effektiv auch nicht einordnen kannst. Das ist ja oft irgendwie ein Problem, dass dann so diese aufgestauten Emotionen, die man irgendwie fühlt oder eigentlich durchfühlen müsste, entweder unterdrückt werden und dann halt irgendwie gerne mal noch irgendwelche Traumatrigger darstellen können. Oder dass es halt einfach dann in Aggressionen ausarten kann, wenn das irgendwie nicht passend verarbeitet werden kann. Aber ich glaube, ich greife da schon relativ weit vor. Alles gut. Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, oh Moment, krieg ich jetzt den Wortlaut wieder hin? Ach ja, das mit den, man soll nicht Gefühle zeigen, so nach dem Motto, weil es verweiblich ist. Aber als Mann wird ja auch beigebracht, Mut zu zeigen, Wille, und du willst das machen, du willst das schaffen. Okay, ich brauche den Zeitpunkt, ich kann es auch komplett nachvollziehen, aber ist das nicht irgendwie auch Mut zu zeigen, dass man Gefühle hat und sich nicht einfach, sagen wir so, seine Kuscheldecke einmummelt und sagt, es ist alles in Ordnung, alles gut? Weil am Endeffekt Mut ist erstmal, was viele Männer auch denken, ja, ich bin mutig, ich mache das, ich mache das. Aber das, was einem wichtig ist im Leben, zum Beispiel Gefühle zeigen, das machen, ich sage es mal so, 80% der Leute, mit denen ich hier zu tun, also nicht jetzt euch, aber halt allgemein 80% der Leute in meinem Umfeld, die machen das gar nicht. Und das ist das, was mich auch mit unter anderem stört. Das ist aber ein guter Punkt, denn dieses mutig sein, Gefühle zu zeigen, ist das oft die Argumentation, mit der man die Leute vielleicht dann wieder dazu bringen kann, das zu tun. Ja, aber es ist halt wirklich meist schwer. Ich habe es bei mir selber mitbekommen. Eine Person sitzt sogar im Raum, lauscht mit. Hallo, erstmal schöne Grüße. Und auch andere Personen in meinem Umfeld haben gesagt, hier, rede mit jemandem, zeig mehr Gefühle, und denkst als Mann oder als allgemein als männliche Person, nee, warum soll ich denn das jetzt? Aber irgendwann war halt ein Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt meine Gefühle rauslassen, ich lasse jetzt meine Gefühle raus, und ich sag mal so, ich bin froh drüber, dass es das so gewesen ist, dass ich Mut gezeigt habe, Gefühle zu zeigen. Ja, und wenn ich jetzt irgendwas davor nehme, tut es mir leid, aber es macht einen mehr frei, mehr freier. Freier? Frei, befreilich. Wo ist der Duden? Kann ich mir aber auch gut vorstellen. So, Gefühle zeigen ist ja auch ein Stück weit Ausdruck von mir selbst. Wenn ich Gefühle zeige, zeige ich mehr von mir. Und wenn ich immer lerne, ich muss meine Gefühle zurückhalten, dann kann ich ja auch gar nicht komplett zeigen, wer ich eigentlich bin. Oder kann es vielleicht nur in bestimmten Kontexten zeigen, weil ich gelernt habe, okay, da und da darf ich Gefühle nicht zeigen. Und das ist ja, also es ist sehr schade, dass es von klein auf so gelehrt wird, vor allem bei Personen, die denen das Geschlecht männlich zugeordnet wurde. Ja, ihr dürft eure Gefühle nicht zeigen. Und dann muss es erst wieder, ja, wahrscheinlich auch sehr schwierig gelernt werden, Gefühle zu zeigen, und dann auch dem Umfeld zu zeigen, okay, guck mal, so bin ich eigentlich. So hätte ich schon die ganze Zeit sein können, vielleicht auch wollen, aber es ging leider nicht und es ist jetzt erst möglich. Und ich finde das eigentlich so schade für alle, also nicht nur für Mensch selbst, wo das erstmal wieder lernen oder verlernen muss, wie rum Mensch es dann sieht, aber auch für die anderen, die dann halt auch nicht alles mitbekommen. Und deswegen denke ich, es wäre eigentlich nur ein Vorteil für alle, wenn wir anfangen zu sagen, alle dürfen Gefühle zeigen, weil wir haben alle Gefühle und wir sollten die auch alle äußern können. Richtig. Genau, aber du hast natürlich dann als Mann oder als Junge auch das halt gesellschaftlich irgendwie drin, dass du dafür Flak bekommst, wenn du Gefühle zeigst. Es ist ja dann aktiv, dass du von deiner Gruppe drumherum von anderen Jungs dafür gehänselt wirst mit, oh, guck mal, jetzt sitzt er da und weint oder so. Also das ist halt relativ
tief in der Gesellschaft verankert, dass du halt darauf getrieben wirst, halt sowas eben nicht zu tun. Das ist dann der Part toxische Männlichkeit, die möglicherweise relativ weit verbreitet ist. Und halt auch die Vorbilder. Also im Endeffekt sind es ja häufig die Eltern, die direkten, naja, nicht Vorbilder sind, aber die Maßstäbe, an denen wir uns orientieren. Und ich glaube, dadurch, dass einfach in einem Großteil der Fälle eben durch die Tradierung der Mann für den Sohn nicht ein Bild vorlebt, das der eigentlichen Realität entspricht, dass wir Gefühle haben und dass wir die auch zeigen sollten, weil durchs Schweigen oder Unterdrücken gehen die ja nicht weg, fällt es auch schwer. Das ist ein bisschen so eine Wiederholung, aber ich finde es immer wichtig zu sagen, dadurch, dass da einfach die Repräsentation fehlt, das ist bis zum gewissen Grad meiner Meinung nach auch schwierig, das sozusagen den männlich gelesenen Personen oder männlichen Personen auch vorzuwerfen, weil woher soll man es denn lernen? Oder woher sollen diese Menschen es denn lernen? Ja, ich glaube auch, das ist einfach auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich kann auch nicht einfach hingehen und Leuten, die toxische Männlichkeit an den Tag legen, sagen, ey, du musst dich jetzt ändern, ohne was an dem zu ändern, was ich selber vielleicht mache, weil, also ich bin keine männlich gelesene Person, bin auch kein Mann, aber ich bin ja auch nicht irgendwie frei von allen Fehlern und ich bin auch in dieser Gesellschaft groß geworden und bin so sozialisiert worden, dass ich auch so denke, okay, Männer dürfen oder gedacht habe, Männer dürfen keinen Schmerz zeigen und mit irgendwelchen nicht so nicen Sprüchen angekommen bin oder sowas. Und wenn Mensch jetzt nur sagt, ja, Männer müssen sich ändern. Okay, cool. Wenn Männer sich dann alle geändert haben, haben wir trotzdem noch einen Teil der Gesellschaft, der sich nicht geändert hat und immer noch, ja, Scheiße fabriziert an einigen Stellen. Und deswegen ist es sowas, wo wir uns, glaube ich, alle auch dann an die eigene Nase fassen müssen und schauen müssen, okay, wie stütze ich eigentlich selber dieses System, was wir gerade haben und was kann und sollte ich tun, damit sich das ändert? Damit es einfach ja auch ein solidarischeres Miteinander wird und eins, wo wir alle, wenn wir wollen, unsere Gefühle auch zeigen können. Da muss ich sagen, selber durch mich und auch durch ein paar Freunde ist halt wirklich schwer, das gefühlslos, sag ich mal so auf gut Deutsch, rauszubekommen. Mein Beispiel, zum Beispiel, sorry für den Wortlaut jetzt. Ich bin damals so hart auf die Fresse geflogen, weil gefühlslos nicht über meine Gefühle gesprochen, allgemein nicht über mich gesprochen, als halt, wie es mir gesagt worden ist. Mich hat es richtig auf die Fresse gelegt und nacheinander, nach glaube ich 2 oder 3 Monaten, habe ich halt angefangen zu sagen, okay, gut, das und das ist passiert und da bist du freier geworden. Bei vielen Leuten, also bestes Beispiel, mein Arbeitskollege von mir, das ist auch so. Und wenn ich einmal frage, ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's in Ordnung. Du merkst ganz genau, was da los ist. Und ich will nicht sagen, du zwingst ihn dazu, aber du versuchst schon irgendwie, ihn locker zu bringen, auch über sich zu reden, auch was gerade los ist. Und ich glaube, ich bin gerade an dem Punkt angekommen, wo er wirklich sagt, okay, das ist das jetzt passiert, das ist scheiße, das ist scheiße. Ich biete auch ihn immer an, wenn irgendwas ist, sag Bescheid, ruf an, ich komme vorbei, wir reden. Und da finde ich eigentlich ein guter Schritt, wenn man Leute hat, die halt wirklich auf gut Deutsch gefühlskalt sind, also männlich jetzt bezogen, zu denen hingehen, zu denen sagen, ja, pass auf, wenn irgendwas ist, sag's mir, es bleibt unter uns, ich erzähl's kein weiter. Und wirklich nicht jeden Tag, nicht jede Stunde, aber halt wirklich, wenn irgendwas sein sollte, für die Person da sein, wenn man wirklich weiß, okay, es liegt was auf dem Herzen, es ist irgendwas schiefgelaufen oder falsch gelaufen, dass die Person darüber redet und sich halt ein bisschen mehr öffnet. Ich glaube, was ich auch noch anmerken würde, je nachdem, wir sind jetzt alle in einem Alter zwischen 20 und 40, wo man auch eine gewisse Vorbildsfunktion haben kann oder Vorbildfunktion hat, einfach aufgrund des Alters. Und ich fand es bei mir spannend, dass ich bei einem Freund erlebt habe, der bisexuell ist, dass ich dann mal gefragt habe, okay, du hast jetzt bisher nur weibliche gelesene Personen als Freundinnen gehabt oder einfach Frauen als Freundinnen. Woran liegt es bei dir? Und er meinte dann ganz klar zu mir, ja, weil ich mit einem Mann nicht über meine Gefühle sprechen kann, außer mit mir in dem Moment, also seinem
guten Freund und ich dann mal meinen Freundeskreis oder Freundinnenkreis reflektiert und gemerkt habe, ja, ich habe halt ungefähr 3 männliche Freunde, weil ich genau das in der Schule auch erlebt hatte, dass ich, wenn ich über Gefühle gesprochen habe, und ich glaube, ich habe das Privileg gehabt, dass ich einen alleinerziehenden Vater hatte und sozusagen das komplett andersrum kennengelernt habe als die meisten Personen oder ein Großteil der Personen, die eben eher die Frau in der Care-Arbeit sehen oder eben die Frau in der, oh, darum kümmere ich mich jetzt, weil der Papa spielt den Ernährer oder muss das Geld ranschaffen. Und mein Vater hat das halt alles nicht gemacht, er war alleinerziehender Vater. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wenn man das kann, und ich glaube, wir alle sind bis zum gewissen Grad in dieser Position, das machen zu können, je nachdem, in welchem Beruf wir arbeiten, dann das auch weiterzugeben. Also genau das, was du gesagt hast, Dominik, eben das anzubieten, aber das auch vorzuleben. Also ich glaube beides, weil das Anbieten hilft nur dann, wenn man es auch vorgelebt bekommt. Was die Person dann damit macht, das ist ja nicht was, was sie beeinflussen können, aber wir können einfach zeigen, hey, also ich fliege jetzt auch nicht andauernd auf dem Glatteis irgendwo hin, wenn ich drüber spreche. Ich glaube, über das Thema wollen wir auch später noch ein bisschen mehr sprechen, wenn wir zu den Konsequenzen und auch, ja, was kann oder was sollte oder muss sich ändern und wie sieht es zum Beispiel mit kritischer Männlichkeit aus, um den Begriff schon mal in den Raum zu schmeißen, ohne ihn jetzt zu erklären. Ein bisschen fies, aber ich glaube, da sprechen wir noch drüber. Aber was gibt es denn vielleicht sonst noch so für Äußerungen von kritischer Männlichkeit, was das ist oder wie sich das noch so äußern kann. Du meinst toxischer Männlichkeit? Ach, da habe ich gerade was Du hast anderes kritische gesagt. Männlichkeit gesagt. Ups, nein, toxische Männlichkeit. Ja, ein Part von toxischer Männlichkeit ist dann natürlich auch der Sexismus, der dann irgendwie den Frauen zuteil wird, da die ja nach dieser Hierarchie, die wir da hatten, quasi relativ weit unten einsortiert werden. Unter anderem ist es halt dann irgendwie, sieht man das halt in so, ja, wenn halt diese Diskussion zum Beispiel über die Gleichberechtigung oder Gleichberechtigungsmaßnahmen losgeht, dann sagen halt die Männer gerne so ein, ja, da gibt es doch überhaupt kein Problem. Also angefangen von Frauenquote in Filmen braucht man ja nicht, weil die machen ja eh irgendwie anderen Kram. Oder hier Gender Pay Gap, glaube ich, kann man da auch noch reinwerfen. Das sind alles große Fässer, die wir jetzt diskussionstechnisch aufmachen könnten, aber ich glaube, wir belassen es einfach bei den Nennungen. Genau, an der Stelle geht es allerdings halt dann auch so weit, dass teilweise auch diese Frauenquoten als Diskriminierung gegenüber den Männern wahrgenommen werden könnte. Also so dieses, wenn wir denen mehr Gehalt geben, dann nehmen die ja mir irgendwas weg oder würden mich irgendwie abwerten, wenn das jetzt irgendwie die Frau aufwerten würde. Was relativ problematisch sein kann. In jetzt sagen wir mal westlichen Ländern, in Anführungszeichen, würde ich sagen, das ist aktuell jetzt nicht mehr so stark vertreten, dass die Leute da wirklich offen das irgendwie raushauen. Aber aktuell kann man mal mit Sorge betrachten, wie so die Wahlergebnisse in letzter Zeit ausschauen. Und da sind ja durchaus so ein paar Fraktionen unterwegs, die das an wieder anfangen, salonfähig zu machen. Was ich persönlich so ein bisschen mit Sorge betrachte. Man kann dann diesen Sexismus, der da passiert, dann noch quasi in 3 verschiedene Kategorien einteilen, die man so irgendwie durchziehen kann. Es gibt irgendwie den hostilen, den oder feindlichen Sexismus, es gibt einen ambivalenten Sexismus, es gibt einen benevolenten oder wohlwollenden Sexismus. Und um da mal irgendwie Beispiele rauszuhauen, der feindliche Sexismus haut so Aussagen raus wie, ja, die Frauen, die wollen nur Macht, Geld und irgendwie Kontrolle über die Männer. Vor allem halt so die ganzen Feministen und so, die wollen ja nur so ihre sexuelle Attraktivität irgendwie ausnutzen, um so irgendwie sich über die Männer zu stellen. Das ist auch ganz schlimm bei den Frauen, die irgendwie so nicht traditionelle Rollen einnehmen, so die Karrierefrauen und sowas. Das ist irgendwie ganz schlimm. Oder
Also diese Annahme von, ja, Männer sind halt die, die irgendwie über das Geschäft reden, aber die Frauen, die sollten sowas nicht machen. Das geht halt auch so in die Richtung von, ja, die Frauen sollen sich um Familie und Kochen kümmern, also relativ fies auszudrücken. Dann so, was auch aggressiver beziehungsweise feindlicher Sexismus ist, wenn man dann irgendwie so reingeht und so Whataboutism startet, so haben wir denn keine größeren Probleme, als jetzt zu schauen, dass Frauen irgendwie Rechte kriegen. Oder halt dann auch so dominantes Redeverhalten, so einfach den Frauen irgendwie dreinreden, die überstimmen, denen ins Wort fallen und sagen, nee, nee, jetzt hör erst mal mir zu. Da kann auch dieses Mansplaining so ein bisschen reinfallen mit, hey Schätzelein, ich erkläre dir jetzt mal die Welt und erzähl dir eigentlich nochmal genau dasselbe, was du mir gerade erzählt hast, aber ich komme mir dabei cooler vor. Und natürlich dann auch so diesen Part von, ja, Catcalling, so was ja effektiv auch schon relativ übergriffig ist. Ja, und auch eine Normalisierung von Gewalt darstellt, weil Catcalling ist halt auch etwas, was in unserer Gesellschaft oft gar nicht irgendwie als Belästigung oder sexuelle Belästigung wahrgenommen wird, sondern als etwas, also auch nicht nur, also tatsächlich von Leuten aus allen Teilen der Gesellschaft und jedem Geschlecht gibt es Leute, die dann einfach meinen, ja, das ist halt einfach so. Männer machen das halt, das ist ganz normal und das ist weder schlimm, noch hat das irgendwelche Auswirkungen oder sonst was. Und naja, es hat halt Auswirkungen und das ist Belästigung und nicht alle wollen das. Aber dadurch, dass wir halt, ja, das halt auch, das ist auch sowas, was wir vorgelebt bekommen von klein auf an, weil es ist auch etwas, das passiert einfach auch so ziemlich überall gefühlt, dass es so normal ist und damit ist es halt, okay, Belästigung ist normal, das können wir einfach machen, aber es ist halt eine Form von Gewalt und das ist halt auch immer noch Belästigung. Das spielt interessanterweise die toxische Maskulinität auch wieder rein, dadurch, dass das Männlichkeitsbild halt da ist von, du willst eine hohe Sexualität an den Tag legen und du willst sexuell begehrenswert sein. Das heißt, wenn Frauen dich quasi catcallen, gibt es eigentlich irgendeine männliche Entsprechung dazu? Wenn Frauen dir hinterherpfeifen, dann ist das was Positives, weil hey, du bist begehrenswert, du bist ja der sexy Typ und der Macker. Und deswegen kann das ja nichts Schlimmes sein, wenn ich das als Mann bei einer Frau mache. Aber Spoiler Alert ist es. Ich mache hier Luftanführungszeichen, ja, also. Ja. Da fallen mir jetzt auch gleich mal zwei Sachen ein. Ich habe am Montag ein Video gesehen, was jetzt, sag mal so, ich bin zwar mit dem Thema ein, was es mit GTA 6 zu tun hat, weil weibliche Hauptprotagonistin und ja, größtenteils sehr viele negative Kommentare. Ja, wie kann das sein, dass eine Frau Hauptprotagonistin ist? GTA 6 ist ein Männerspiel, da soll es ein Mann spielen und etc. pp. Aber im Endeffekt, ich muss offen und ehrlich zugeben, ich finde es schön, dass man in einem Teil oder allgemein im Spiel, wo größtenteils nur männliche Hauptcharaktere gewesen sind, auch mal in einem Schritt gewagt ist, auch wieder komisch, aber halt mal einen Schritt gegangen ist nach vorne. Okay, wir tun jetzt auch mal eine weibliche Hauptprotagonistin rein, nicht eine männliche. Weil im Endeffekt, ja, alle brutalen Spiele, ich lasse jetzt mal Lara Croft raus. Aber sonst, was haben wir hier? GTA habe ich schon genannt, Resident Evil, was hast du noch? Assassin's Creed, die ersten paar, 6, 7, 8 Teile, hast du nur Männer gespielt. Und irgendwann mal hat halt Ubisoft auch gesagt, okay, wir möchten jetzt, sagen wir so, wir wollen, dass alle Spaß haben, wir tun auch mal eine weibliche Hauptprotagonistin reintun. Aber wenn die das direkt am Anfang gemacht haben, da gab es wirklich sehr viel Aufstand, so nach dem Motto, ja, wir wollen das nicht, wir wollen männlichen Charakter spielen. Und ich verstehe es nicht. Am Endeffekt, ja, wie soll ich das beschreiben, ohne irgendwie blöd zu klingen oder irgendwie was Falsches zu sagen, und ich will nichts Falsches sagen. Aber es ist doch egal, wen du spielst. Hauptsache, du hast Spaß an der Story. Und zweiteres, was ich noch sagen wollte, Scapio Club hat dieses Jahr einen Vorfall in Italien, wo ein Hausmeister ein junges Mädchen angefasst hat und da hat das italienische Gerichtshof gesagt, oder italienische Gericht gesagt, das war weniger als 10 Sekunden, also zählt es nicht als sexueller Übergriff. Und da muss ich sagen, wenn eine Frau oder Mädchen sich sexuell belästigt fühlt, weil ein Hausmeister sie wirklich mal angepackt hat, kann es 3, 4, 5 Sekunden gewesen sein.
und fühlt sich dadurch sexuell belästigt oder hat die sexuell belästigt, ich weiß nur, dass es dass da so einen Aufschrei gab, dann ja, ist es halt sexuelle Belästigung, wenn jetzt jemand angreift, zur Seite zieht und mal kurz, keine Ahnung, flirtet oder allgemein, auch erst recht bei jungen Mädchen oder bei jungen Personen, das muss ich sagen, da muss man eigentlich nicht sagen, okay, 10 Sekunden, wenn es innerhalb von 10 Sekunden gewesen ist, ist keine sexuelle Belästigung oder kein sexueller Übergriff, sondern ab dem Zeitpunkt, wo die Person das machen möchte oder das ist, dann ist es, ist sexuelle Belästigung. Und nicht 10 Sekunden, nicht 5 Sekunden, sondern ab dem Moment, wo es passiert ist. Richtig, da sollte dann schon irgendwie Konsens da sein. Und wenn der nicht da ist, dann ist es halt Belästigung. Und da hilft es auch nichts, mit dem Timer nebendran zu stehen und sagen, ah ja, 19, ah, ja. Jetzt greife ich mal ein. Ja. Das ist schon... Uff. Da haben wir aber auch das Problem, dass das, was juristisch halt nachher rauskommt, ist auch nicht immer die Wahrheit. Also was heißt nicht immer die Wahrheit, aber also an dem Beispiel sehen wir, okay, aus juristischer Sicht war es keine Belästigung, aber effektiv war es halt eine. Aber da haben wir auch das Ding, wir haben zum Beispiel in der EU viele Staaten, wo ein Nein kein Nein ist. Und ein Nein reicht nicht, damit es juristisch als Belästigung bzw. als Vergewaltigung eingeordnet wird. Das ist bei uns in der EU, das ist Stand der Dinge. Und da ist dann, spielt, würde ich sagen, auch rein, wer die Gesetze macht und wer sowas bestimmt. Weil ich glaube, es ist ziemlich safe zu sagen, dass die Mehrheit der Leute, die unsere Gesetze machen, immer noch männlich ist. Und ja, ich glaube, dieses Klischee von alte, weiße Männer kommt da irgendwie nicht von ungefähr. Ja, es wird schon einen wahren Kern haben. Und wenn ich mir mal so anschaue, wer so in der Politik unterwegs ist, dann ist es nicht von der Hand zu weisen. Und das natürlich dann auch, wenn jetzt gerade, wenn alte, weiße Männer die Politik machen, die sind auch mit dem ganzen Kram groß geworden, toxische Männlichkeit und alles. Und dann dauert es natürlich auch leider ewig, bis dann irgendwann mal ankommt, wir sollten da vielleicht mal was ändern. Weil ich glaube, ja, toxische Männlichkeit nicht gelernt zu bekommen, ist eher so was Neueres. Und das zu verlernen, stelle ich mir für junge Menschen auch einfacher vor, als wenn du jetzt schon 40 Jahre in einer Gesellschaft unterwegs warst, wo das so war. Also das soll das nicht entschuldigen, auf keinen Fall. Also die Gesetze sind dahingehend scheiße, die gehören einfach geändert. Aber es ist halt auch so ein Symptom. Also wenn die Politik von Leuten gemacht wird, die, naja, in den wenigsten Fällen die Opfer von diesen verschiedenen Diskriminierungsformen sind und von Leuten, die ja auch einfach in einer Zeit groß geworden sind, die nicht so aufgeklärt in dem Sinne war wie heute oder wie es hoffentlich demnächst dann mehr sein wird, dann naja, ist auch irgendwo klar, wo es herkommt und warum die Gesetze leider so sind, wie sie sind. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den werden wir später wahrscheinlich einfach nochmal bei der kritischen Männlichkeit rankriegen. Man muss dafür eigentlich auch diesen Prozess durchlaufen, dass man selber das hinterfragt. Und gerade als Politiker kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du halt einfach irgendwie ein Schreiben vorgesetzt kriegst von irgendeiner NGO wahrscheinlich oder irgendeiner Gruppierung, die sagt, hey, wir sind hier jetzt gegen toxische Männlichkeit und ach übrigens, du bist total toxisch und du bist und dann fasst du das direkt als Angriff auf dich selber auf mit wie, die sagen jetzt alle, ich bin doof, ja, nee, denen werde ich garantiert irgendwie nicht helfen, dann fange ich auch diesen Hinterfragungsprozess nicht an, weil ich einfach direkt mit wahrscheinlich einem 10-seitigen Schreiben irgendwie konfrontiert werde, das mir gerade vor die Nase hält, wie schlecht ich eigentlich bin. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass das halt auch irgendwie schwieriger ist, während wahrscheinlich jüngere Generationen dann zwischen eher bereit sind, die Normen so ein bisschen zu hinterfragen.
Aber das ist jetzt, also das ist Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mir persönlich so gehen würde. Ja, beziehungsweise, also das greift ja schon unser bestehendes System, unser Gesellschaftssystem, unser Machtsystem an und es greift halt das Patriarchat an, wenn gesagt wird, hey Leute, toxische Männlichkeit ist nicht cool. Bisschen Reflexion wäre mal angebracht und dass wir das ändern, das rüttelt natürlich an ja, einem Großteil dessen, was unser System derzeit ausmacht und kann natürlich auch dazu beitragen, dass dann auch politisch sich, also erstmal, dass politisch sich natürlich dann einiges ändert, aber es könnte auch als so eine Art Bedrohung wahrgenommen werden auf die eigene Realität, also beziehungsweise den eigenen Posten auch, den Mensch inne hat. Weil wenn wir jetzt etwas, wenn wir zum Beispiel, gut, wir haben an einigen Stellen Quoten, aber wenn es da mehr Quoten gibt, wenn die jetzt auch noch ausgewertet werden und wir endlich mal anerkennen, okay, cool, nicht nur Frauen brauchen eine Quote, klar, die brauchen eine Quote, aber sie sind halt leider nicht die Einzigen, die eine Quote brauchen, dann führt das im Umkehrschluss natürlich auch dazu, dass dann die Repräsentanz von diesen Gruppen größer wird und automatisch natürlich dann weniger Männer in diesen Posten sind. Und das kann natürlich als Bedrohung wahrgenommen werden, weil dann natürlich sein kann, oh shit, wenn ich jetzt dafür bin, dann säge ich eigentlich an meinem eigenen Stuhl. Und das kann natürlich auch etwas sein und auch, wenn Mensch jetzt dann dieses toxische Verhalten an den Tag legt und auch einfach gar keinen Bock hat, das zu reflektieren, also nicht nur sich irgendwie angegriffen fühlt und dann aus einem angegriffen sein sich nicht ändern möchte oder sich damit nicht beschäftigen möchte, sondern auch einem aus dem, einfach aus der Warte, die Person hat da gar keinen Bock zu und sie sieht es nicht ein und sie hat auch gar keine Lust, irgendwie von dieser toxischen Männlichkeit wegzukommen und naja, hin zu Gleichberechtigung, dann ist das natürlich auch nochmal sowas, was da reinspielt. Es gibt sicherlich auch, also die Leute, die dann sich angegriffen fühlen und aus dem Angegriffensein alleine das auch machen, aber mit Sicherheit auch Leute, die da einfach gar keine Lust zu haben und da einfach generell sagen, nö. Und dann Punkt. Und dann hat sich das. Und ich habe so das Gefühl, dass es davon leider viel zu viele Leute gibt. Vor allem auch im Politischen. Es wirkt zumindest, wirkt so. Wie es genau ist, weiß ich natürlich nicht, aber naja, wenn ich mir überlege, wer da im Moment auf EU-Ebene auch blockiert, dass ein Nein ist. Und ja, wie bis vor kurzem ein paar unserer PolitikerInnen zu Vergewaltigung in der Ehe standen, ja, weiß ich halt nicht, ob die sich einfach nur auf den Schlips getreten fühlen oder ob die da einfach generell auch Ansichten haben, die einfach von vorgestern sind. Ja. Das Ganze wird ja tatsächlich so ein bisschen kompliziert durch so Narrative, um wieder zurückzukommen zu dem Sexismus. Wir hatten ja den feindlichen Sexismus, der einfach direkt offen irgendwie gegen Frauen irgendwie geht. Und wir hatten den ambivalenten genannt. Tatsächlich ist der ambivalente Sexismus sowas, wo man jetzt nicht wirklich sagen kann, ist es feindlich, ist es irgendwie positiv gemeint. Da könnte man Mansplaining auch mit reinzählen, weil das quasi einfach nur ein Umdichten dessen ist, was irgendwie die Frau gerade gesagt hat. Oder halt auch dieser Gedanke von, hey, Frauen als schmückendes Beiwerk, so wie man es von dem Klischee der Hollywood-Stars, die sich dann irgendwie die Trophy-Wife irgendwie neben sich stellen, so. Da haben irgendwie gefühlt beide Seiten was davon. In die andere Richtung gibt es dann noch den benevolenten oder wohlwollenden Sexismus, der effektiv diese Narrative aufbaut von, ja, dass halt
Männer ritterlich sind oder so dieses Kavaliertum, so die halten die Tür auf oder tragen den Frauen mal irgendwie was hinterher oder lassen denen den Vortritt durch eine Tür durch oder eine Treppe hoch, so die Richtung, so dieser Knicke, was man da alles so kennt. Oder dann dieser, es gibt noch protektiver Paternalismus, dass die Männer quasi so die Beschützer und die Versorger sind. Und andersrum muss das nicht sein. Oder halt dann auch, dass die Frauen so als das bessere Geschlecht dargestellt werden, dass man denen einseitig irgendwie Komplimente macht und positive Zuschreibungen macht. Oder dieses Ding mit, dass die Männer ohne die Frau unvollkommen sind, dass sie dann als die bessere Hälfte betituliert wird und so. Das ist tatsächlich nicht immer sexistisch motiviert, sondern das ist halt einfach so das gesellschaftliche Narrativ, das irgendwie da ist. Das kriegt man auch von Kindesbeinen irgendwie mit. So, zu den Mädels muss man nett sein. Das sorgt natürlich auch dazu, dass so ein bisschen der Widerstand gegen den Sexismus an der Stelle ausbleibt, weil es ist natürlich angenehm, irgendwie hofiert zu werden und Dinge nachgetragen zu bekommen. Obwohl das natürlich den ganzen Kram noch irgendwie unterstützt. Ja, also es ist auch weniger, auch beim Ambivalenten, dass es beiden nützt, als dass nicht klar gesagt werden kann, ist es ein Sexismus, der aus ja einer feindlichen Haltung anderen Geschlechtern gegenüber herauswächst, oder ist es eher wie beim Wohlwollenden, wo dann nicht klar gesagt werden kann, okay, die Person macht das, weil Frauen sind, also weil sie Frauen halt nicht achtet als gleichberechtigt, wo aber ja halt immer noch dieser Sexismus drin ist, es aber auch nicht unbedingt als dessen erkannt wird. Und wo es dann auch natürlich, weil du gerade das ansprachst, als Flinterperson in dieser Gesellschaft aufzuwachsen, wo das alles normalisiert wird, macht es natürlich auch schwierig, selbst wenn Mensch selber Ziel von diesem Sexismus ist, das als Sexismus benennen zu können. Weil, oh, guck mal, der Mann macht mir doch ein Kompliment. Das ist doch positiv. Ja, das kann positiv sein, aber was ist das für ein Kompliment? In welcher Situation kommt das? Und darf ich auch so ein Kompliment machen? Oder wenn ich das Kompliment mache, zieht es dann negative Sachen hinter sich her? Das dann also auf allen Seiten auch so eine Reflexionsarbeit, die erstmal da reingesteckt werden muss, um zu merken, okay, wenn der Mann mich jetzt beschützt, das ist zwar ganz nice, aber was hat das für Auswirkungen? Woher kommt das und wozu führt das? Also auch zum Beispiel bei dem, wenn wir jetzt das Thema haben mit dem Mansplaining oder Männer, die ja dieses dominante Redeverhalten haben und auch Erklärungen übernehmen und über die Frau zum Beispiel drüber reden, dann kann das auch dazu führen, dass ja, also im schlimmsten Fall zu einem kognitiven Leistungsverlust auch, weil die Männer erklären ja alles, die reden ja über alles Wichtige. Ich muss mich damit ja gar nicht auseinandersetzen oder es ist vielleicht auch gar nicht gewollt, dass ich mich damit auseinandersetze und ja, in dem Sinne nur mit der ja weniger werten, wie es ja leider immer noch teilweise ist, Care-Arbeit, die vielleicht nicht so viel kognitive Leistung in dem Sinne verbraucht, wie es jetzt irgendwelche, sagen wir mal, politischen oder gesellschaftlichen Sachen und komplexe Themen haben. Und ja, im Endeffekt hat es aber alles negative Auswirkungen. Es ist nur so ein, das eine hat noch irgendwie so positive Seiten, bei dem einen weiß man es nicht und das andere ist halt aus einer komplett feindlichen Warte heraus. Und ja, es ist halt schwer auch irgendwie genau nachher zu sagen bei verschiedenen Sachen, okay, ist das jetzt eigentlich hostil? Ist das wohlwollend?
oder ist es das nicht, weil es da natürlich auch Übergänge gibt und nicht alles da schwarz und weiß ist, also es ist auch schwer da genau einzuordnen, vor allem wenn Mensch nicht weiß, die Person, die gerade sexistisch war, wie eigentlich deren Sicht auf die Dinge ist. Das, ja, spielt natürlich auch noch eine Rolle bei der Bewertung, okay, aus welchem Motiv heraus ist es nicht, bei dem ist es sexistisch. Da hat die Intention, wie bei anderen Diskriminierungsformen, ja, eigentlich gar nichts zu sagen, weil wenn es sexistisch ist, ist es sexistisch. Aber bei dem, okay, was ist die Intention dahinter? Da ist es dann natürlich, ja, kann interessant sein, beziehungsweise kann da, je nachdem, in der Bewertung auch einen Unterschied machen. Vor allem, okay, die Person hat sich gerade sexistisch geäußert. Habe ich überhaupt noch Bock, mit der was zu unternehmen? Wenn es jetzt aus einer feindlichem Standpunkt herkam, dann ist eher, würde ich eher sagen, nein. Wenn es jetzt eher, also irgendwie war die Intention schon positiv, dann kann das natürlich sein, okay, da kann man vielleicht noch, ja, reflektieren und je nachdem, was da rauskam, dann noch sagen, okay, da kann man noch was zusammen machen oder so. Ist natürlich für jede Person auch unterschiedlich, wie sowas bewertet wird. Aber würde sagen, auch vor allem dieser wohlwollende Sexismus ist so ein Ausdruck davon, wie internalisiert das Ganze ist, wie sehr wir drin haben. Der Mann ist der Beschützer, die Frau wird beschützt oder ist eigentlich nur so das schmückende Beiwerk. Und ja, da haben wir natürlich auch das Problem, dass Frauen dem Ganzen auch zustimmen oder Flinterpersonen dem Ganzen zustimmen und das dann ja so eine Art Systemrechtfertigung ist von dem System, was wir gerade haben, weil es natürlich auch in irgendeiner Weise beängstigend, dass wir gerade ein Gesellschaftssystem haben, in dem wir beispielsweise sexistisch sozialisiert werden. Und wenn wir das in Frage stellen, ja, was heißt das denn dann? Dann muss sich ja arg was ändern. Und was kommt denn dann, wenn wir das ändern? Und ist es vielleicht nicht gerade für mich bequemer, das nicht zu ändern, weil ich nicht weiß, was da kommt? Kann auch noch so eine Überlegung dann je nachdem sein. Oder beziehungsweise auch, ja, aber Frau XY hat doch gesagt, dass es nicht sexistisch ist, dann ist es das doch auch nicht. Nee, also sie ordnet es vielleicht nicht so ein, aber ist es schon. Und naja, das macht das System nicht besser, nur weil irgendeine Einzelperson sagt, nee, das sehe ich nicht so. Ja. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe einen Rant abgelassen. Nö, alles gut. Sehr gut. Was wäre eine Inspektor-Folge, ohne dass jemand rantet? Wir haben heute Finn nicht dabei. Stimmt, da muss ich das ja übernehmen, Das, ist ja ja. ganz klar. Ihr mit eurem jugendlichen Fachbegriff, ich weiß gar nicht, was es heißt. Nee, ja, aber ich sag, jetzt mal auf das, sagen wir so, Girl Trophy. Ich spreche jetzt mal zwei Punkte an mit Girl Trophy. Ich verstehe das nicht, weil am Endeffekt, es ist ein Mensch. Ist eine Person, die du liebst, warum willst du eine präsentieren wie ein Stück Fleisch, was jetzt, keine Ahnung, 300 € kostet? Warum willst du präsentieren? Sei doch froh, dass du überhaupt die Freundin hast. Sei doch froh, dass du mit ihr zusammen bist. Da brauchst du nicht deiner Welt zeigen, guck mal hier, meine Freundin oder mein Freund, sagen wir es mal Freundin. Die ist wunderschön, bildschön, guckt es euch an, hier, dies, das, Ananas. Ich verstehe das nicht, weil, ja, mir passt sich im Kopf. Meine damalige Freundin habe ich auch nicht repräsentiert, so von Schaufenster. Ich so, guck mal hier, guck mal da, ist meine Freundin. Da. Nee, das, erstens ist das meinen Augen respektlos. Auf der anderen Seite, wie würdest du dich fühlen, wenn jetzt deine Freundin und dein Lebensabschnittsgefährtin zu dir kommt und sagt, ja, guck mal, das ist mein Freund, gucken die an. Würdest du vielleicht auch unwohl fühlen? Würdest du dir auch so denken, bitte mach das nicht nochmal, bitte hör auf damit, weil. Es bringt keinen was. Am Endeffekt bringt es dir was, weil du dich als Mann wohlfühlst, weil du dich dann erhoben fühlst, weil du die bildschönste Frau hast. Aber auf der anderen Seite hast du eine Freundin, die halt komplett, sagen wir so, unzufrieden damit ist. Irgendwann mal, wenn es weiter so geht, keinen Bock mehr auf dich hat. Krass gesagt. Und wenn es wirklich mal so weit ist, sagt die, okay, hier sind sie, ich mach Feierabend. Dann am Endeffekt nimmst du die Schuld nicht auf dich, sondern halt wieder auf die Freundin dazu. Aber im Endeffekt ist es ja deine Schuld, warum sie mit dir auf Schluss gemacht hat, weil du sie präsentiert hast wie ein Stück Fleisch.
da spielt halt auch wieder der kompetitive Aspekt etwas mit ein, dass halt die Kompetition in unserer Gesellschaft so beigebracht wird und dadurch halt auch wieder die Präsentation von in Anführungszeichen Siegen und Errungenschaften so eine große Rolle spielen. Und dadurch kommt wahrscheinlich dann auch diese Objektifizierung und oder die Objektifizierung ist auch aus anderen Aspekten da, aber hier taucht sie dann wieder auf und spielt dann da mit rein, würde ich sagen. Genau, ich glaube, in dem Zusammenhang kann man auch den Begriff von Eroberung noch mit reinschmeißen. So, dieses, ich habe mir die verdient. Ich musste gerade mir irgendwie vorstellen, weil, naja, dieses auch problematische, ich habe hier diese Region, Ort XY erobert und weiß ich nicht, ich packe da jetzt meine Fahne hin und dann gehört das mir. Und dann gehe ich da hin und erober die Frau und steckt der so, gibt der so eine Fahne. Oder rammt die neben dir in den Boden. Das war literally mein Bild gerade vor Augen. So, du gehörst jetzt mir. Hätten wir das geklärt, ich habe dich Du annektiert. stehst jetzt unter meinem Besitz. Ist jetzt so. Ich muss gerade an diese Fahnen, die so an Kinderrollern hinten dran sind, denken. Oh no. Ach scheiße, ich hab Bilder im Kopf. Wenn ich dir jetzt so was sind, das Wort. Nee, hör auf, das soll was sein. Ich meine, klar, aber das ist halt, ja klar, also das spielt ja alles wunderbar zusammen, so diese Objektifizierung von der Partnerin da irgendwie, dass Aber am besten noch eine Flagge mit deinem Gesicht drauf und eine Fahne mit deinem Gesicht drauf, damit du das hier noch zuordnen Oh nein! So, so Fahrradwimpel, so, das ist meine. Da geht das mal 5 Meter weiter. Ja. Oh Gott, ich hab schon wieder böse Gedanken. Geh weg. Oh je. Ich glaub, wenn ich das damals bei meiner damaligen Freundin gemacht hätte, ich erstmal Haue gekriegt. Das wäre nicht so gut gewesen. Oh nee. So, jetzt haben wir uns alle beruhigt. Hoffentlich. Okay, einmal durchatmen. Genau, aber wir hatten ja auch dieses Thema, dass gerade Frauen und Flinterpersonen dieses Ding auch mitstützen. Da musste ich jetzt dann denken, dass auch du, Delphine, vorhin schon meintest, du hattest auch mal so eine Zeit, wo du meintest oder erwartet hast, dass Männer irgendwie bestimmte Sachen einfach machen und bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Das ist dann genau das, also so dieses Beispiel, denn wenn irgendwie ein schwerer Umzug ansteht, dann erwartet natürlich die Frau, dass der Mann da irgendwie die schweren Sachen irgendwie rumträgt oder halt das große Auto fährt dann, um das Zeug zu transportieren oder halt so auch dieses Ding, dass der Familienvater halt das Oberhaupt ist und dass der die Entscheidungen trifft und das ist dann natürlich auch irgendwie recht angenehm. Genau, oder wie bei Beziehungen, dass beim Date irgendwie erwartet wird, dass so der Mann irgendwie zum Beispiel zahlt oder dass der halt weniger über die Gefühle spricht, sondern sich vor allem dann irgendwie für die Frau interessiert und so Kram. Und natürlich spielt er dann an der Stelle auch der Rassismus-Part so rein, mit diesem, okay, ja, Indianer spüren keinen Schmerz, so natürlich erwarte ich, dass der Partner dann irgendwie, auch wenn er irgendwie gerade am Bluten ist, noch die letzten paar Pakete irgendwie in die Wohnung hochträgt beim Umzug. So übertriebenerweise. Ja, da kommt ein Pflaster drüber, dann passt das schon. Und dann kann er sich überlegen, wenn er dann doch umguckt, ja gut, dann kann er ja mal ins Krankenhaus fahren, dann schauen wir mal. Aber ansonsten. Ja. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie krass das bei mir war, was aber auch größtenteils daran liegt, dass ich mich an viele Sachen sowieso nicht gut erinnern kann. Also mein Erinnerungsvermögen lässt sehr, sehr, sehr zu wünschen über. Aber ich weiß auf jeden Fall, so zum Beispiel diesen rassistischen Spruch, den habe ich auch gebracht, auch gegenüber meinen kleinen Cousins, was mir immer noch leid tut. Und auf jeden Fall, was ich auch hatte, dieses Denken, okay, Männer oder Jungs, das sind halt die Starken. Und die haben vielleicht nicht so die Gefühle oder sowas, weil es halt immer das war, was überall gesagt wurde, was gelehrt wurde, was du überall gesehen hast und was dann natürlich auch unterbewusst irgendwann hängen bleibt. Und ja, wo es dann halt
ja auch Auseinandersetzung damit brauchte, um zu merken, das ist alles kompletter Quatsch eigentlich. Das hat bei mir, glaube ich, sehr damit angefangen, als ich gemerkt habe, dass das Thema Geschlecht bei mir sowieso so eine Sache ist, weil es einfach nicht das bei der Geburt zugewiesene ist und wo ich mich dann sehr auch mit ja, Rollenbildern ja, zwangsweise irgendwie auseinandersetzen musste. Und da hat das, glaube ich, bei mir so angefangen. Das mit dem bei Dates bezahlen weiß ich gar nicht mal. Ich hatte noch kein Date, aber ich kenne natürlich von den von so Erzählungen aus der Familie und so, dass es ja üblich ist. Also der Mann muss bezahlen und das ist sowas, das ist einfach gesetzt und wird nicht in Frage oder wurde nicht in Frage gestellt lange Zeit. Ich kann mich noch erinnern an meine Schulzeit, wo ich dann teilweise zu hören bekam, hey, du bist viel zu nett oder sei doch mal Arschloch, dann stehen auch die Frauen mehr auf dich. Das war super verstörend, weil ich gedacht habe, nee, so bin ich einfach nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie unnötig zu Leuten böse sein, nur um irgendwie da Zuneigung zu kriegen, weil anscheinend von denen die Erwartungshaltung da ist, dass ich mich so verhalte. Also es war ja, weird. Da muss ich sagen, meine damalige Beziehung, jetzige, also nicht jetzige Beziehung, ich habe leider keine, damalige Beziehung, ja, wir waren auch öfters essen. Na gut, jetzt nicht irgendwie Nobelrestaurant, aber halt mal sagen wir so Mc's, Burger King, etc. pp. Es ist was Kleines. Wir haben immer abwechselnd bezahlt. Einmal sie, einmal ich, einmal sie, einmal ich. Wir haben jetzt nicht aufgeteilt, wir haben jetzt gesagt, okay, oder wir haben gesagt, okay, ich bezahle, du bezahlst, ich bezahle, du bezahlst. Und das muss ich sagen, das fand ich wirklich sehr super, weil auf der einen Seite fühlt man sich da nicht so ausgenutzt als männliche Person. Man muss nur bezahlen, damit die Freundin glücklich ist. So merkt dann halt, okay, deine Freundin möchte auch, dass du glücklich bist. Und darum haben wir immer bei jeder Bestellung, egal was wir gemacht haben, was Neues ausprobiert haben, immer immer du, einmal sie und immer hin und her. Und das mit dem Arschloch, das, also dass du ein Arschloch sein musst, das wurde mir bei, oh, wer war denn das? Hat mir ein ehemaliger Arbeitskollege gesagt, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Da habe ich gesagt, ich kann kein Arschloch sein. Das Einzige, was ich bin, ist ein liebevoller Arschloch. Aber als hätte er da mal einen blöden Spruch rausbringen, der jetzt gerade, sagen wir so, nicht gerade so regelkonform ist. Aber im Endeffekt, ich mache das auch nur zu Personen, die ich auch jahrelang kenne und auch mit denen gut verstehe. Aber ich kann jetzt nicht zu einer Person sein, die ich nicht kenne, sagen, ja, ich kann. Ja gut, mir fällt gerade keine Gedanken ein, aber ich kann einfach kein Arsch sein zu einer Person, die wirklich mir personfremd ist, mit der ich schon nie was zu tun habe. Da gehst du eigentlich andersrum. Also bis ich lieb, da wärst du zum Arschloch, nicht um Himmels Willen, aber du gehst erstmal lieb und nett zu der Person hin und redest mit ihr. Und ein Arschloch ist nie ein guter Weg. Kurz gesagt, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, einmal ein Arschloch, immer ein Arschloch. Und ja, einfach nett sein zu den Leuten. Und ja, es gibt auch ein paar Frauen, die auf Bad Boys stehen und ja, aber dazu kann man nicht sagen, dass jede Frau drauf steht. Manche Frauen lieben es auch, wenn man eine Person hat, die wirklich gefühlsoffen ist, die lieb und nett ist. Krass gesagt, der jeden Wunsch von ihr vom Lippen ablesen kann. Sowas wünschen sich auch Frauen, nicht immer nur drauf zu so versteifen, ja, sie möchten Bad Boy, möchten Bad Boy, ich soll ein Arschloch sein. Nee, einfach lieb, nett sein, am besten so bleiben, wie man ist. Und sich irgendwie nicht für andere Leute vorstellen, weil es macht es am Endeffekt noch schlimmer, als es jetzt schon ist. Oder als, ja, als es jetzt schon ist, besser gesagt. Oder gut gesagt. Ja, vor allem bei der Sache, Frauen stehen auf Bad Boys, ist dann auch so eine Sache. Also, wen wir lieben, ist auch nichts, was nur aus uns selbst herauskommt, sondern was natürlich auch durch die Gesellschaft, durch die Medien und alles Mögliche beeinflusst wird. Und wenn die Medien und die Gesellschaft halt immer sagen, okay, Frauen stehen auf Bad Boys, dann ist es gar nicht unbedingt dann aus den Personen selber, also rein aus den Personen selber heraus. Das kann halt auch einfach sein, dass da ja die Medien, die Gesellschaft so einen Einfluss hatten, dass es dann vielleicht eine Tendenz, die auch vorher schon da war, verstärkt wird oder sowas. Und das ist dann auch wieder sowas, okay, da kann Person sich dann auch selber vielleicht ein bisschen fragen, super schwer zu beantworten, aber warum mag ich das und das andere nicht so? Warum stehe ich mehr auf Männer, die sich wie Arschlöcher verhalten, als auf andere? Und
Also, da, ich weiß nicht, ob Mensch da zu einer abschließenden Antwort kommen kann, aber sich den Gedanken mal zu stellen, könnte vielleicht helfen. Und vor allem nichts immer zu sagen oder die Medien sollten nicht immer darstellen, okay, die Frau kriegt am Ende den Bad Boy und oder die Frauen stehen auf die Bad Boys, weil ja, es hat Auswirkungen, das sollte auch mal bedacht werden. Und vielleicht ist es dann am Ende gar nicht mehr so. Oder zumindest nicht so extrem. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, also das ist reine Spekulation. Ich habe keine Ahnung, aber klingt jetzt auch nicht so komplett abwegig, dass auch Frauen hingehen und sagen, sie stehen auf Bad Boys, weil es halt das ist, was vorgelebt wird, ohne dass es vielleicht nachher genau das ist, worauf sie eigentlich am meisten stehen. Wild Take, ist der Bad Boy die Trophy Wife der Frau? Wobei, Guter Punkt, guter Punkt. da ist auch das Klischee immer, was irgendwie meistens da noch dran gehängt wird, mit ich stehe auf einen Bad Boy, weil ich kann den ändern. Ja. Entschuldigung. Ich glaube, da kann man zurecht lernen, ja. Das ist dann, glaube ich, immer die Problematik, dass es wahrscheinlich nicht so einfach wird. Das ist gefühlt unmöglich. Na gut, es kommt halt auch wieder auf die männliche Person drauf an, was er mit sich machen lässt und was nicht. Aber größtenteils der Fälle, sag mal so ungefähr 60, 70%, das ist eigentlich ein guter Prozentsatz, mit dem ich mitgehe, die verändern sich nicht. Die wollen so bleiben, weil halt, wie auch schon gesagt worden ist, durch die Medien, fangen wir mal an mit James Bond, bringt Leute um, am Ende kriegt, Entschuldigung für den Versprecher, am Ende kriegt er die bildhübsche junge Dame am Ende oder irgendwelche Ritterfilme. Es gibt so noch Duke Nukem zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch Videospiele kennt, aber im Endeffekt sind das wirklich böse Typen, die halt, sagen wir so, Anführungsstrichen, ne, Idealleben für einen Mann führen. Und ja, wenn halt wirklich das von klein auf so fabriziert wird, wie über James Bond oder etc. pp., dann ist man halt wirklich auf den Gedankengang immer so, okay, du musst halt böse sein, um am Ende die bildhübsche Frau zu bekommen, die du immer wolltest. Und das wird für ältere Leute oder halt allgemein auch, ne, ältere Leute lasse ich jetzt mal außen vor, eher für die jüngere Generation, ungefähr mein Alter, plus minus 10 Jahre, wird das, oder sagen wir so 5 Jahre, ich möchte nicht jetzt alle über den Kamm scheren, aber es ist halt, wird es wirklich immer so aufgelegt oder die wollen halt so bleiben. Die wollen halt wirklich ein Bad Boy bleiben, weil die denken, okay, ich fahre damit gut. Aber im Endeffekt geht es irgendwann mal so oder so nach hinten los. Ich überlege auch gerade, ob da auch mit reinspielt bei diesem, ja, vielleicht kann ich den Bad Boy ja noch zu einem Good Guy machen. Sowas, was glaube ich jetzt vielleicht eher nicht mehr der Fall ist, aber ja, heirate den Mann XY und ja, irgendwie Attribut XY, das kannst du dann während der Ehe, kannst du dann das noch verändern, so als nicht aus dem heraus, dass du die Person ja nach dem irgendwie schmieden sollst, was du möchtest, sondern eher nach dem aus dem heraus, du musst Person XY jetzt heiraten, vielleicht auch aus so einem Kontext, wo du gar nicht so arg die Wahl hast. Also nicht, was aktuell ist, sondern eher so vergangen und was sie vielleicht dann, was irgendwie so geblieben ist. War gerade so eine spontane Überlegung. Ob da arg was dran ist, weiß ich jetzt nicht, aber. Ich habe so das Gefühl, wir könnten irgendwie eine eigene Folge aufmachen zu Dating. Sicherlich. Ich glaube eher, also das ist meine Meinung, dass du eine Person erst recht nach einer Hochzeit nicht mehr verändern kannst. Die Person bleibt so, wie sie ist. Weil im Endeffekt, kurz gesagt, das Leben ist halt wie ein Schwertschmied, so nach dem Motto. Irgendwann mal in dein Leben baut sich's auf, bis du irgendwann mal halt ein Schwert bist, auf gut Deutsch. Und für manche ist das halt der Bund der Ehe. Für manche Leute ist es irgendwas anderes, wie zum Beispiel Erfolg im Leben, Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen, hast halt dein perfektes Leben. Und wenn bei den Bad Boys das Ziel erreicht ist, okay, ich habe jetzt eine Frau, mit der ich verheiratet bin, da ändern die sich nicht. Viele
Jung, also Bad Boys, sag ich jetzt, müssen sich oder sollen in der Beziehung sich verändern. Und wenn du merkst, okay, da bleibt gleich, obwohl du vor 10 Jahren gesagt hast, okay, ich will den verändern, ich möchte ihn anders haben, ich krieg noch zum Good Guy, dann merkst du oder ja doch, merkst du eigentlich schon ganz genau, okay, dass komplett deine Energie für jemanden rausgehauen, der sich nicht ändern wird. Bei vielen Leuten, unter anderem halt auch mich, hilft es halt wirklich mal, knallhart auf die Fresse zu fliegen und halt auch wirklich merken, okay, das ist Scheiße gebaut. Und vielleicht kommt da ein kleiner Ruck, sich zu ändern. Aber viel, ja, kann man da nicht machen, würde ich jetzt sagen. Individualisiert ist auch nicht im Endeffekt ein Problem, das halt gesellschaftlich tradiert ist. Also es kann ja nicht Aufgabe der Frau oder der weiblich gelesenen Person oder der anderen Person in der Beziehung sein, egal wie sie sich jetzt selber definiert oder identifiziert, jemanden zu ändern, der das entweder nicht möchte oder Schrägstrich es nicht kann. Das ist ja auch wirklich die Frage, wie das Umfeld ist. Und dann zu sagen, ja, du, jetzt ganz stereotypisch, Frau, du hast die Aufgabe, diesen Mann zu verändern. Ich gehe mal davon aus, dass die Frau auch ihr eigenes Leben hat und genügend selbst zu tun hat. Und das ist dann, finde ich, auch noch so, wenn man jetzt da versucht, irgendwie einen anderen Blickwinkel drauf zu schmeißen, halt auch so, dass man denkt, nee, das ist schon unsere Aufgabe. Aber es ist frustrierend, weil es so schwierig ist. Wäre ja dann quasi wie mit, okay, du bist jetzt mit der Person zusammen oder du heiratest die Person. Herzlichen Glückwunsch, du darfst jetzt Genau. Erziehungsarbeit leisten. Du hast auch nicht ein Kind, aber du kannst arbeiten, das geht nicht mehr. Ja. Ja. Aber um nochmal zwei andere Sachen vielleicht noch anzusprechen, wo Frauen bzw. wo Flinterpersonen auch das Patriarchat und toxische Männlichkeit stützen, wäre auch einmal, es gibt ja die feministische Sexpositivität, wo, weil vorher Sex ist etwas, das Frauen haben sollen, wenn der Mann möchte, aber sie dürfen nicht zeigen, dass sie es irgendwie von sich aus besonders wollen oder sowas. Und wo feministische Bewegungen dann ja, dahin kommen, wo oder wollen, beziehungsweise Frauen sollen auch zeigen, dass sie Sex haben möchten und wo dann aber nicht reinpasst, wenn dann eine Person abstinent ist, weil sie das von sich aus möchte, wo dann das Problem sein kann, wenn so eine Sexpositivitätsbewegung nicht mitdenkt, dass es Menschen gibt, die einfach keinen Sex haben wollen, aus welchem Grund auch immer, dass es aus dieser Person selber herauskommt und wo dann wir wieder gegeneinander arbeiten an einer Stelle, wo wir das gar nicht müssten und wo dann ja auch diese Konzepte einfach weiter gestützt werden, weil wir mit Scheuklappen vorangehen, okay. Wir brauchen jetzt diese feministische Sexpositivität, um das Patriarchat zu stützen und schmeißen dabei aber ganz viele Leute unter den Karren. Nicht um das Patriarchat zu stützen, sondern eher um dagegen vorzugehen, Zu aber stürzen. ja. zu stürzen, genau. Ja, wo dann Leute, die vielleicht auch das gleiche Ziel haben, einfach wieder gegeneinander arbeiten und ja, dann lieber wieder Infighting vorkommt, also dass sich die Gruppen untereinander zerfleischen, obwohl sie vielleicht eigentlich genau das Gleiche wollen und an dem Gleichen arbeiten, statt dann die Energie da reinzustecken, gemeinsam gegen das Patriarchat was zu tun. Und was noch so eine Sache ist, wenn Frauen sich darüber beschweren, dass sie nicht so viel Catcalling erleben, oder vielleicht nicht mehr so viel wie vor einiger Zeit, weil sie selber persönlich das als Kompliment auffassen, aber das als Gesellschaftskritik dann verpacken, dass das insgesamt wieder mehr werden soll, beziehungsweise auch, dass die Frauen, die das nicht als Kompliment auffassen, nicht normal seien. Das wäre
auch so eine Sache, wo ganz klar Flinterpersonen dann auch toxische Männlichkeit stützen, weil da auch wieder so das, was ich als Einzelperson gut finde, wende ich einfach auf alle an. Und alle, die das nicht so sehen, die sind unnormal und die sollen sich doch bitte ändern und nicht so empfindlich sein, in Anführungszeichen oder sowas. Was ja dann ungewollt, meistens wahrscheinlich, dann wieder das stützt, was gerade ja das System ist, in dem wir leben. Aber was ist Intersektionalität eigentlich? Intersektionalität meint, dass sich verschiedene Diskriminierungsformen und ihre Auswirkungen nicht einfach aufaddieren lassen, sondern dass sie sich überschneiden und miteinander verschränkt sind. Dadurch ergeben sich dann ganz eigene Diskriminierungserfahrungen und auch Formen. Vereinfacht nehmen wir mal alle Diskriminierung, die ich erlebe. Da kann ich nicht hingehen und sagen, die eine Erfahrung ist nur Sexismus zuzuordnen und die andere nur LGBTQIA+ bzw. Queerfeindlichkeit. Dadurch einfach, dass ich meist weiblich gelesen werde und häufig geoutet unterwegs bin, beinhaltet die Diskriminierung, die ich erlebe, dann zum Beispiel Sexismus und Aceback-Feindlichkeit oder vielleicht auch sexistische Aceback-Feindlichkeit oder andersrum Aceback-feindlichen Sexismus. An der Stelle greife ich auch einmal ein paar Worterklärungen vor zu Begriffen, die in der Folge vorkommen werden. Einmal White Supremacy, das heißt so viel wie weiße Vorherrschaft oder weiße Überlegenheit. Das bezeichnet eine rassistische Ideologie, eine Sichtweise, laut der Weiße bzw. Menschen mit europäischen Vorfahren grundsätzlich überlegen seien, besser und oder mehr wert seien. Klassismus ist die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder dem sozialen Status und hält soziale Ungleichheiten aufrecht. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn es für eine Person fast unmöglich ist, sozial aufzusteigen, einfach weil sie in einer armen Familie geboren wurde. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn eine Schülerin ausgegrenzt wird, weil der sich keine Markenklamotten leisten kann. Dehumanisierung oder auch Entmenschlichung beschreibt, dass einem Menschen die eigene Menschlichkeit abgesprochen wird und damit auch seine Menschen- und Grundrechte und seine Würde. Und da fangen wir direkt mal an mit dem Klassismus. Wenn man sich jetzt anschaut, dass zu Männlichkeit natürlich auch Geld und Macht gehört und wer mehr Geld und wer Macht hat, wird irgendwie männlicher angesehen. Und dann dementsprechend natürlich die Leute, die weniger Geld haben, werden als weniger männlich betrachtet, würde ich jetzt sagen. Und ich glaube, ein Großteil dieser Ansicht ist während der Industrialisierung gefestigt worden. In diesem Zusammenhang hat sich Delphine Dinge zur Gewerkschaftsbewegung angeguckt. Delphine, erleuchte uns doch bitte. Das scheint mir ein bisschen was Komplexes zu sein, aber wir müssen es jetzt nicht einen Riesenfass aufmachen, aber. Ja, aber ich versuche es mal ein bisschen so grob zusammenzufassen. Also die Gewerkschaftsbewegung in ihrer Entstehung, aber auch wie sie nach wie vor besteht, steht im Zusammenhang auch mit Patriarchat, mit toxischer Männlichkeit und auch mit Macht und auch Machtpositionen. Während der Industrialisierung, also auch dem Start der Gewerkschaftsbewegung, kam es zur Trennung von Haus- und Lohnarbeit und auch zu unterschiedlichen Löhnen, weil natürlich auch, wo Mensch in der Industrie gearbeitet hat, die Löhne unterschiedlich waren. Und viele Frauen haben
auch in der Schwerindustrie beispielsweise gearbeitet. Und es gab, ja, entstanden Machtgefälle und auch so ein, ja, Männlichkeitsbild, was dann hieß, Geld, Fähigkeiten haben und eine bestimmte Position in der Familie und auch eine Solidarität von Männern untereinander, weil ohne Solidarität, ja, kann Mensch auch dieses Machtgefälle nicht aufrechterhalten. Also Solidarität gar nicht in dem Sinne jetzt unbedingt, wie es heute oft verwendet wird, ich bin solidarisch mit Person XY, sondern so ein, ja, mit den gleichen Bildern rangehen oder zumindest diese Bestrebung stützen und damit in einer Weise Solidarität haben mit anderen Männern. Und ja, das war dann die Situation, dass Frauen in verschiedenen Industriezweigen tatsächlich in der Mehrzahl waren als ArbeiterInnen und auch maßgeblich am Arbeitskampf beteiligt. Und über dieses Männlichkeitsbild, was sich zu der Zeit dann entwickelt hat, auch Arbeiterklassenmännlichkeit genannt, kam dann halt dieses, okay, der Mann muss das Geld haben, was dann im Umkehrschluss bedeutet, okay, die Frauen müssen raus aus der Schwerindustrie, weil wenn Frauen in der Schwerindustrie arbeiten, dann können sie ja nicht also die Hausarbeit machen, beziehungsweise vielleicht verdienen sie dann auch noch mehr als der Mann. Und das passt nicht mit diesem Männlichkeitsbild zusammen. Und ja, über diese Gewerkschaftsbewegung auch, über die Industrialisierung und das Ganze hat sich diese Sicht von Männlichkeit dann auch über die Zeit hinweg institutionalisiert und hält sich tatsächlich bis heute. Das ist, glaube ich, dann auch der Part, der jetzt heute dazu führt, dass wir wieder sagen, wir brauchen eine Frauenquote, weil die Männlichkeit offensichtlich die Frauen sehr stark aus Jobs verdrängt hat. Und was unter anderem vielleicht auch dazu führt, dass man immer wieder hört mit diesen Outings auf der Arbeit, dass das vielleicht irgendwie was Problematisches ist, weil wie wir hatten, wenn du irgendwie als Nicht-Cis-Mann heterosexuell angesehen wirst, dann wirst du irgendwie auf dieser Weiblichkeitsebene ein bisschen weiter unten eingestuft. Und dann macht es das plötzlich weird, dass du als nicht ganz so männliche gesehene Person einen Männerjob ausführst. Ich mache hier ganz viele Luft, Anführungszeichen, mal nebenbei. Und was da irgendwie zu unangenehmen Situationen führen kann, weil halt da die toxische Maskulinität dann vielleicht ein bisschen reingerätscht und quasi sagt, okay, aus unserer sozialen Sicht der Dinge bist du kein Mann mehr, der in diesen Job gehört. Krass übertrieben ausgedrückt jetzt. Ja, beziehungsweise vermutlich ist, wenn du dann als Mann, der nicht so in Anführungszeichen männlich dann wahrgenommen wirst, dann könnte es aber sein, dass wenn du viel Geld hast und Macht hast, dass dich dann das zumindest dann wieder auf eine andere Stufe stellt. Vermutlich nicht auf dieselbe Stufe wie eine Person, die als sowieso als männlich wahrgenommen wird und auch Macht und Geld hast, aber es verändert schon auch deinen Stand oder kann den Stand verändern, weil Macht und Geld in dieser ganzen Bewertung so eine große Rolle spielen. Richtig, der schwule CEO ist definitiv akzeptierter als der schwule Bandarbeiter. Was sich hoffentlich ändern wird. Gut, aber nicht nur in der Arbeit haben wir da diverse Intersektionen, sondern man braucht sich nur die BIPOC Leute anschauen. Also ich glaube, haben wir das jemals durchdekliniert, was das bedeutet? Black, Indigenous, People of Color gehört da Jetzt noch auf jeden mehr Fall. dazu. Genau, ich wollte das nur mal aussprechen, weil ich schon öfters irgendwie höre, dass Leute einfach BIPOC als Begriff irgendwie in den Raum werfen, aber vielleicht sollte man es mal aussprechen, was es wirklich bedeutet.
Genau, an der Stelle haben wir zum Beispiel, dass hier die Leute sehr dehumanisiert werden. Man schaue sich zum Beispiel dann die schwarze Männlichkeit an. Die werden sehr übersexualisiert. Da wird immer von sexueller Unersättlichkeit geredet. Es gibt auch so die rassistischen Konstrukte, die in die andere Richtung gehen und quasi sagen, hey, hier, die Schwarzen, die wollen die Weißen vergewaltigen, weil sie sexuell unersättlich sind. Was quasi dieser White Supremacy-Gedanke ist, was man irgendwie aus der Ecke gerne hört. Oder es wird fetischisiert, so wir hatten das, glaube ich, auch in. Hatten wir das schon in der Männlichkeitsfolge? Also diese Kombination von, wie du bist schwarz, aber dann kannst du nicht asexuell sein. Dass das super gerne den Leuten abgesprochen wird. Ja. Genau, in dem Zusammenhang wird dann hier schwarz-männlich und Aces, dass das fordert so das schwarze Männlichkeitsbild heraus. Ja, und damit natürlich auch das Weltbild im Sinne von Weiße sind die, die ganz oben stehen, haben die Macht und sind allen überlegen, weil dieses Denken oder dieses Aufrechterhalten hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich so Konstrukte wie eben, okay, schwarze Männer sind unersättlich, dass diese Konstrukte quasi am Leben gehalten werden, weil ich darüber dann natürlich auf perfide Weise legitimieren kann, dass Weiße mehr wert sind, weil diese schwarze Männlichkeit dann ja problematisch sei, beziehungsweise gefährlich sei. Und wenn ich dann Personen habe, die schwarz sind und Mask oder männlich aussehen und auch noch Ace, dann ja, widerspricht das dem, was ich sonst immer erzählen kann als Grundlage für meinen Rassismus. Und das ist dann natürlich etwas, was dann ja an diesem Weltbild rüttelt und was dann auch wieder Gegenwehr hervorrufen kann, weil, oh Gott, nachher sind Schwarze noch genauso viel wert wie weiße Menschen. Das wäre ja, wo kommen wir denn da hin? Sarkasmus Ende. Aber ja. Man muss natürlich jetzt dazu sagen, dass wir hier alle weiße Menschen sind. Wir können halt da auch nur sehr oberflächlich darüber reden, sind da definitiv nicht selbst davon betroffen. Man möge uns das nachsehen. Ja, das stimmt. Ist auch nochmal gut zu erwähnen. Ja, und da gibt es dann auch so Thesen zu Cis-Heteronormativität plus schwarze Männlichkeit und natürlich das Abwerten von Schwarzen als Menschsein, so die These auch bedeuten kann, dass schwarze Männer in sexuellen Beziehungen ungewollt diese Männlichkeitsnormen und Dynamiken und auch diese Konstrukte aus dem Kolonialismus, die ja weiter existieren, aufrechterhält, auf Kosten von Frauen und Femmes. Und da weiter die These, dass Asexualität als quasi Gegensatz zur Hypersexualisierung ja sein kann, um das andere, also um das aufzubrechen, um diese rassistischen Konstrukte aufzubrechen. Also das gar nicht mal als irgendwie Vorwurf gemeint, dass Männer, schwarze Männer nicht in Beziehungen sein können, aber so aus der Warte heraus, dass Asexualität in dem Sinne dann auch tatsächlich positiv sein kann, um diese ganzen Bilder, die wir haben, die mit denen wir aufwachsen, aufzubrechen, weil daran dann sichtbar wird, okay, irgendwie funktionieren diese Bilder nicht, weil offensichtlich stimmen sie ja nicht. Das passt ja nicht zusammen. Und dass es an der Stelle dann tatsächlich auch etwas Positives sein kann, wenn Menschen ja damit dann auch offen umgehen. Ja, und im Gegensatz zur
schwarzen Sexualität gibt es dann vor allem bezogen auf amerikanische AsiatInnen eine extreme Desexualisierung. Also männliche AsiatInnen werden extrem desexualisiert, im Gegensatz dazu, dass weibliche AsiatInnen eher objektifiziert werden und auch teilweise hypersexualisiert und zu Sexobjekten gemacht werden. Genau, also man hat in der Form, ich glaube, diese ganze Begriffsdings vom Schwanzvergleich kommt auch nicht von ungefähr irgendwie. Man sieht darin, glaube ich, diese Hypersexualisierung oder Desexualisierung, glaube ich, ganz gut widergespiegelt. Man mit diesem Ding von, oh ja, die Schwarzen sind da eher gut bestückt, versus die Asiaten, die ziehen den Kürzeren. Um da die unschuldigen Wortspiele reinzuhauen. Und in diesem Zusammenhang gibt es wohl den Begriff von Racial Castration. Und der beschreibt effektiv, wie Geschlecht, Race und Sexualität zueinander irgendwie ein bisschen brauchen, um dann in dieser Form diese asiatisch-amerikanische Maskulinität irgendwie hervorzubringen. Das ist wohl auch wieder was von der White Supremacy gestützt wird. Um quasi zu sagen, hier, die Weißen stehen da irgendwie drüber. Im Vergleich zu den männlich gelesenen Asiatinnen ist da eine Überlegenheit da. Genau in diesem Zusammenhang gibt es zwar irgendwie starke Männer, wenn man sich jetzt irgendwie Sexszenen anschaut oder sowas, die dann als echte Sexualität irgendwie gelöst wird, die lösen halt das Problem an sich irgendwie auch nicht. Was halt auch wieder problematisch ist, wenn man sich dann das A-Spec anschaut, weil dann kommt halt auch wieder in diese Ecke rein von die ja quasi Racial Castration, weil das würde das ja nur bestätigen von, ach, guck an, die Asiaten, die sind nicht sexuell unterwegs, also ist das, die werden quasi als asexuell quasi schon wahrgenommen, damit werden sie halt auch wieder irgendwie so als Bottoms irgendwie gesehen, so mit denen, die haben in Sexszenen vielleicht auch eher irgendwie die passive Rolle. Und sollte das mal in die andere Richtung sein, dann wird das als so künstlich wahrgenommen, dass man quasi. Wir haben hier in unseren Notes den Begriff des abnehmbaren asiatischen Penis irgendwie stehen. Also man könnte das quasi tatsächlich als sowas beschreiben, so mit, okay, man sieht die Asiaten, wenn überhaupt, als passiv, wenn mal aktiv, dann ist das in irgendeiner Form künstlich so, das ist nicht die Normalität. Genau. In diesem Zusammenhang hat man aber dann natürlich auch das Problem, dass auch wenn man jetzt sagt, okay, wir embracen diese Sache, dass das irgendwie so ein bisschen künstlich wirkt und finden das irgendwie cool und witzig. Dann bringt uns das aber trotzdem auch wieder nicht weiter, weil das natürlich dann auch wieder diese tatsächlich phallozentrische Penalität irgendwie aufrechterhält, weil man hat genau dann wieder diesen Schwanzvergleichgedanken und okay, man spielt vielleicht irgendwie in witziger Form irgendwie damit, aber es verstärkt halt einfach trotzdem weiter diesen Eindruck. Ja, genau. Da wäre dann eher so etwas, ja, wichtig, wo weg davon gegangen wird, dass Race, Geschlecht und Sexualität zusammenhängen, beziehungsweise wo wir weg davon müssen, dass wir Allonormativität voraussetzen, damit wir eben nicht das haben, okay, asiatische Aces. Die spielen ja nur wieder in dieses White Supremacy-Konstrukt rein und stützen das ungewollt. Und wenn wir das nicht machen müssen, dann müssen auch AMAP oder männliche AsiatInnen den starken Part spielen und ja, quasi in dem Sinne dann in Anführungszeichen weiße Männlichkeit spielen. Was dann im Endeffekt ja auch wieder nur dieses ganze Konstrukt stützen würde. Das heißt, eigentlich muss das einmal komplett zerschmettert werden und dann ja neu aufbauen quasi. Aber das ist natürlich nichts, was irgendwie in der Verantwortung jetzt allein von AsiatInnen steht, sondern auch wieder was, wo einfach alle gefordert sind, um das zu ändern. Und vor allem,
wo wir dann auch reflektieren müssen als weiße Personen, dass ja männliche AsiatInnen halt nicht irgendwie keinen Sex wollen, keinen Sex mögen, keinen Sex haben oder sowas, weil es einfach nur etwas ist, was wir beigebracht bekommen, was ja die Vorherrschaft von Weißen stützt und andere Menschen abwertet und dehumanisiert, was ja wir eigentlich nur zusammen ändern können und was wir endlich mal ändern sollten tatsächlich. Ja, und insgesamt haben wir dann auch noch das Ding, nicht nur, dass diese Bilder männlichen Personen schaden oder allgemein Personen schaden und auch noch dann Rassismus stützen. Wir haben dann auch noch das Ding, dass Rechte das für sich instrumentalisieren und dieses Bild der schwarzen Männlichkeit, der amerikanisch-asiatischen Männlichkeit oder anderer Männlichkeit nutzen, um ja ihre Politik, ihre Weltanschauung, das, was sie fordern, zu rechtfertigen, um White Supremacy einfach aufrechtzuerhalten. Da gab es doch mal diese Geschichte, ich krieg's jetzt nicht mehr richtig zusammen mit diesem, oh, in irgendeiner Silvesternacht haben irgendwie offensichtlich irgendwelche People of Color irgendwie Jagd gemacht auf Frauen oder sowas Ja. in Ich Deutschland. glaube, Köln, Ich. Köln war es, glaube ich, gewesen, Köln. Köln, Hamburg, da wo sehr viele Immigranten, mir ist gerade nur das andere Wort Leute eingefallen. mit Migrationshintergrund Genau, irgendwie, danke. ja. Zur Silvesternacht sehr viele weibliche junge Damen, glaube ich, auch mit unter anderem belästigt haben oder Übergriffe Belästigt gab. haben. Eins von beiden. Irgendwas war da und das ist was, was so gerade als rechtes Narrativ immer wieder aufgegriffen wird mit, hey, hier, in, also und nicht nur in dem Kontext von Migranten, sondern halt genau dann auch dieses, oh, Schwarze, oh, guck mal, die sind irgendwie übersexuell, die wollen nur unsere Frauen. Guckt euch an, was da in dieser Nacht passiert ist. Das ist genau das, alles ganz schlimm. Und das kriegt man irgendwie aus der rechten Ecke sehr gern immer wieder gekaut. Ja, und auch immer gerne so also tatsächliche Einzelfälle, die dann immer Einzelfälle, und immer wieder gebracht werden. Also sind jetzt nicht die angeblichen Einzelfälle von Rechten gemeint, sondern dann tatsächlich ja, Einzelfälle in der korrekten Verwendung. es gibt es da immer in so vielen Ecken, also die Argumentation aus rechten oder sehr konservativen Kreisen, das kann man ja auch anwenden auf genau das, was wir vorhin hatten mit, wenn hier weiblich gelesene Frauen oder Flinterpersonen hier die toxische Maskulinität stützen, weil dann kann man immer sagen, oh, ich kenne aber diese eine Frau, die findet es toll, gecatcalled zu werden. Und das ist natürlich dann auch die Person, die quasi voll das Dorf getrieben wird und diese Tausende, Millionen andere Leute, die dann irgendwie sagen, nee, ich finde das nicht cool, mich belastet das, die werden halt da untergebügelt, weil es gibt ja diese eine, die findet es toll. Genau, oder halt dann auch so, was für mich gerade immer das aktuelle Narrativ ist, was ich mitkriege, ist hier bei Transpersonen mit hier, aber da gibt es ja die Leute, die transitionen wieder. Also wir sind jetzt, glaube ich, kollektiv am Augenrollen, ja, aber das ist halt genau das, was man halt dann auch immer wieder aus den TERF-Kreisen hört und so mit, ja, aber da gab es doch diese eine Person. Ja, vor allem dieses Argument ist so toll, nicht, weil die Mehrzahl der Leute, die detransitioned, machen das nicht, weil sie gemerkt haben, oh, ich bin doch nicht trans oder Geschlecht XY, sondern weil gesellschaftlich so viel falsch läuft, dass Richtig. sie sich zu unsicher fühlen, zum Beispiel die Transition weiterzumachen. Dass es so Richtig. viel Negatives im Umfeld gibt, dass sie sagen, okay, ich mache das jetzt nicht weiter. Und das ist auch gar nicht mal immer dann für immer, sondern die Leute, die bei Detransition in die Zahlen auch reinfallen, sondern teilweise auch Leute, die machen die Transition, die pausieren die quasi und machen die später weiter. Und gibt auch so ganz tolle Zahlen, wo Leute dann meinen, bei Detransition auch reinzuzählen. Menschen, die einmal beispielsweise bei meiner Psychologin waren,
weil sie sich gefragt haben und dann nach diesem Gespräch merken, ach nee, ist doch nicht so oder bei irgendwem anders. Und das merken, das wird je nachdem auch in solche Zahlen reingezählt. Oh krass, das wusste ich nicht, dass das so ist. Also ich glaube, da ist dann auch wieder angebracht der Spruch, glaube nur den Zahlen, die du selber gefälscht hast. Also da muss man nicht ganz arg aufpassen. Aber das ist tatsächlich, also die Transition ist, ja, gibt es. Es gibt Leute, die eine Transition machen und dann eine Detransition machen, weil es doch nicht das Richtige war. Aber die Zahlen sind bei weitem nicht so hoch, wie sie dargestellt werden. Und meistens wird dann halt auch nicht erwähnt, dass Leute einfach detransitionieren, weil die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Genau. Ja. Und tatsächlich, was ist der Grund dafür, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist? Da haben wir dann die toxische Maskulinität, die da mit drin hängt und die wahrscheinlich da auch ihren Beitrag dazu leistet, dass diese Personen während der Transition so viel Flack kriegen. Ja, und was auch ja damit reinspielt, ist das, wenn du zum Beispiel als AMAP-Person transitionierst, steigst du ja quasi im Geschlechtermachtkonstrukt ab, weil Männer stehen oben, Frauen stehen unten, gibt dann natürlich innerhalb noch so Staffelung, aber als Transperson, als AMAP-Transperson kannst du in dem Sinne nur absteigen, weil du willst ja dann, sagen wir mal, du bist binär trans, dann bist du eine Frau und stehst dann automatisch weiter unten und da kann dann auch sowas, also das bedroht dann auch wieder die bestehenden Machtverhältnisse, beziehungsweise kann dann auch so Sachen, warum sollte irgendein Mann das wollen, wo wir dann wieder reinkommen in so Dinge wie, was Rechte machen, diese Angst schüren, dass AMAP-Transpersonen ja eigentlich gar nicht trans sind, sondern nur Frauen leichter belästigen wollen oder sie so leichter übergriffig werden können, weil dann in diesem Weltbild dann so ist, okay, warum sollte irgendein Mann diese Machtposition verlassen wollen, freiwillig, um quasi abzusteigen, um mehr oder weniger auf einer Stufe mit Frauen zu stehen oder je nachdem sogar noch weiter unten. Und das dann auch so wieder diese Sorgen geschürt werden, weil es so unverständlich ist, weil, ja, du halt eine Position verlässt und freiwillig eine schlechtere annimmst, also nicht tatsächlich, aber in den Augen von manchen. Was tatsächlich auch in die andere Richtung wohl geht, dass einige feministische Kreise dann sagen, wenn ich ein Transmann bin, dann will ich quasi das Patriarchat unterstützen und mich dem quasi anschließen und da in diese Kreise reingehen und lass hier die armen femininen Strukturen hinter mir. Und dann ist das quasi schon fast so ein Verrätertum von ich steige aus dem femininen Struggle und schließe mich einfach dem Patriarchat an. Ja. Was dann auch noch dieses Narrativ bringt von, wenn ich Ace bin, aber ein Transmann, dann würde ja eigentlich irgendwie erwartet werden, dass ich jetzt quasi so den männlichen Sexualitätsvorstellungen entspreche. Und wenn man das halt als Ace-Person dann irgendwie nicht ist, dann kann man ja kein richtiger Mann sein. Und dann ist Transition hin oder her, du wirst niemals der richtig fertige Mann sein. Ach ja, die Bilder in unserer Gesellschaft sind schon toll. Ja. Sarkasmus. Aber mit der Sache nicht trans genug sein können, weil Person Ace ist, weil zu männlich sein gehört, eine aktive Sexualität zu haben oder Sex zu wollen. In die Richtung geht auch die Intersektion mit Ableismus. Da haben wir auch so ein Bild, dass behinderte Personen, chronisch kranke Menschen, Menschen mit Neurodivergenz, besonders solche, bei denen wir sehen, dass sie beispielsweise eine körperliche Behinderung haben, wird automatisch angenommen, dass sie keine aktive Sexualität haben, dass sie
asexuell sind, was dann wiederum mit Blick auf, okay, Männer wollen Sex, Männer haben viel Sex und das ist das Bild von Männlichkeit, dazu führt, dass behinderte Männer, chronisch kranke männliche Personen und so weiter, dass sie nicht als richtige Männer gesehen werden und dann auch wieder ja, weiter unten in diesem Machtkonstrukt stehen, einfach nur, weil sie behindert sind und ihnen abgesprochen wird, dass sie eine Sexualität haben können. Da ist noch viel mehr dran falsch, aber das ist so ein Part davon. Genau, das Ganze, da lassen sich ja noch mehr Schichten oben drauf legen, wenn man jetzt irgendwie sagt, dass eine behinderte Person oder psychisch chronisch kranke jetzt noch homosexuell wäre am Ende, dann wäre der ja noch irgendwie noch mehr in diese Bottom-Hood-Schiene geschoben, steht dann noch irgendwie weiter unten. Und dementsprechend, wenn sich diese Person dann auch noch als asexuell outet, dann hat man da auch nochmal irgendwie die Bestätigung obendrauf, ja, sie ist ein Behinderter, also natürlich hat der kein Sexleben. Was natürlich auch wieder irgendwie dieses Narrativ oder dieses Weltbild irgendwie unterstützt. Hey, jetzt haben wir schon über die Intersektion mit Transsein gesprochen und auch mit anderen Sachen. Wo wir natürlich auch noch eine große Intersektion haben, ist die binäre Geschlechterordnung oder auch die Zweigeschlechtlichkeit, wo in unserem gesellschaftlichen System im Patriarchat einfach angenommen wird, es gäbe zwei Geschlechter, es gibt Männer, es gibt Frauen. Und Männer sind die, die in unserem Machtkonstrukt oben stehen und Frauen stehen weiter unten. Aber es gibt natürlich auch noch mehr Geschlechter. Trans, inter, nicht-binäre Agender-Personen und Personen mit anderen Geschlechtsidentitäten, die dann nicht in dieses Weltbild reinpassen. Und ja, dann auch wieder, wenn anerkannt werden würde oder wenn mehr Menschen das anerkennen würden, ist auch wieder so ein Infragestellen vom Ist-Zustand ist und damit auch wieder als Bedrohung wahrgenommen werden kann. Weil wenn ich jetzt anerkennen muss, es gibt mehr als zwei Geschlechter, muss ich auch andere Dinge in Frage stellen. Weshalb das dann auch wieder zu ja, Problemen führen kann, beziehungsweise dazu, dass es so große Feindlichkeiten auch gegenüber nicht-binären Geschlechtern gibt. Und das ist effektiv ja genau das, man kann quasi sagen, hier, das ist das Geschlecht, das ist so der zentrale Platzanweiser in unserer Gesellschaft. Männer tun das, Frauen tun das. Also nach hier toxisch-männlichen Ansichten. Und dann passt natürlich irgendwie eine Person, die da irgendwie sagt, ich stehe da zwischendrin, ich sehe mich da jetzt nicht irgendwie einem zugeordnet, passt da natürlich überhaupt nicht in dieses Weltbild rein. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man jetzt mit dieser Person? Versucht man die jetzt in eine Rolle einzuordnen? Das geht dann, also da denke ich sofort an diese Leute, die sagen, nee, Pronomen verwende ich nicht. Was halt irgendwie schon dieser erste Akt ist von, nee, ich habe kein Bock für mich in meinem Weltbild, die Leute irgendwie als irgendwie jetzt als was Eigenständiges zu sehen, sondern ja, entweder ist es für mich ein Mann oder ist es eine Frau und die haben sich da gefälligst jetzt irgendwie einzufügen und ansonsten akzeptiere ich die irgendwie nicht. Das ist immer so ein Ausdruck von der persönlichen Überbewertung der eigenen Bequemlichkeit gegenüber Respekt anderen gegenüber zu haben. Und vor allem ist diese ganze Sache so kurios, weil das, was wir überhaupt den verschiedenen Geschlechtern zuschreiben, relativ willkürlich ist. Aber immer als so, ja, das ist Gott gegeben, das war immer schon so und das ist natürlicherweise das, was Geschlecht XY ausmacht. Dabei ist es das eigentlich gar nicht. Das ist halt auch irgendwie so ein herrliches Ding, um so Komplexität irgendwie zu reduzieren, weil du einfach sagen kannst, ja, Männer, das sind irgendwie die starken Leute, die schleppen mir die Einkäufe und Frauen sind halt das schwache Geschlecht und kümmert sich irgendwie bla. Dann brauche ich da irgendwie nicht groß drüber nachdenken, sondern ich habe einfach die Kategorien und das passt schon so. Und dementsprechend hat man das natürlich dann auch in seiner Sozialisation drin. Also wir hatten es vorhin schon davon, dass man irgendwie halt so aufwächst und das vorgelebt kriegt. Und eigentlich
ist halt, ich weiß gar nicht, wer das tatsächlich dann gesagt hat. Es gab doch diese Schrift irgendwie oder dieses Buch About Gender. Ich glaube, ich bringe jetzt was durcheinander. Von dieser Person, die quasi dann anfing mit Gender ist effektiv eine Performance. Man kriegt irgendwie das halt vorgesetzt und dann lebt man das halt irgendwie so aus. Also man performt dann, wer man zu sein hat. Und sollte dann an der Stelle eigentlich, wenn man das halt nicht hinterfragt, dann zieht man es halt einfach weiter durch und verstärkt damit einfach immer weiter, indem man halt das so vorlebt in der Gesellschaft, auch die jeweiligen Genderrollen. Genau. Und damit kriegt man halt dann auch irgendwie diesen ganzen Kram zusammen, dass man halt dann irgendwann so seine Palette hat mit, okay, wenn du jetzt ein Mann bist, dann musst du dich so kleiden, dann musst du irgendwie so reden, dann musst du dich so verhalten und als Frau halt dann irgendwie anders. Beziehungsweise wir hatten es ja, dass quasi eigentlich die Männlichkeit sich definiert durch Nicht-Weiblichkeit. Also wenn du kein Kleid trägst, dann bist du ein Mann. So die Richtung. Oder lange Haare, das sage ich als jemand mit langen Haaren. Same, same. Also ich sage das nicht, aber ich kann es verstehen. Ja, und das Ganze ist auch so eine Grundgewissheit, die wir beigebracht bekommen. Diese Eigenschaften, die sind männlich. Dieser Name ist männlich. Das ist weiblich. Und das wird so als unumstößliche Wahrheit beigebracht. Und ja, das löst dann auch den Zwang aus, sich in eins von beidem rein zu zwängen. Manche müssen sich da sicherlich nicht reinzwängen, weil es einfach zutrifft, aber andere schon. Und dann ja entsprechend zu sich zu präsentieren. Und wenn ein Mensch jetzt aber in keine dieser beiden Kategorien reinfällt, weil Mensch nicht binär ist, dann ist das auch wieder eine Gefahr für diese Ordnung. Und kann natürlich auch Widerstand auslösen von Leuten, die ja, die diese Ordnung einfach auch beibehalten wollen, die vielleicht aber auch gar nicht ihr Weltbild in Frage stellen möchten, sondern das funktioniert für mich. Ich möchte nicht, dass sich da was dran ändert. Und dann kann daraus dann ja so eine Art Feindbild auch entstehen gegenüber den Leuten, die diese Grundgewissheit in Frage stellen, weil dann ist die Sache ja plötzlich gar nicht mehr so einfach, wie sie immer dargestellt wurde. Das mit dem Feindbild ist auch so ein guter Punkt, weil das ist was, was man auch in der Politik aktuell irgendwie so sieht, dass halt so Narrative aufgesponnen werden mit, ja, dieses Othering von hier, guckt euch die Trans-Leute an oder guckt euch diese Nicht-Binären an, die jetzt irgendwie anfangen mit ihren Pronomen, was soll denn dieser neumodische Scheiß? Was halt wunderbar die Leute abholt, die halt sagen, ja, das ist irgendwas Neues, das kenne ich nicht. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst und ich will mich aber auch nicht wirklich damit auseinandersetzen. Das soll einfach weggehen und ich will einfach mein Leben weiterführen. Auch wenn es einen vielleicht einfach persönlich überhaupt nicht betrifft, wenn man null trans oder nicht-binäre Leute in seiner Umgebung hat, aber allein dieses Ding von, oh, das könnte irgendwie sein, das könnte mich mal irgendwie, könnte es Berührungspunkte geben, löst so eine Anspannung aus, dass man irgendwie sagt, nee, ich habe da jetzt irgendwas dagegen. Ja, und das ist so schade, weil das gleichzeitig dann natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, dass bestimmten Menschen nicht der Respekt und die Akzeptanz zugesprochen wird, die sie eigentlich haben sollten, sondern dass sie abgewertet werden und ja, dann unweigerlich damit einhergeht, dass diese Personen nicht die gleichen Rechte haben, wenn Mensch sagt, die eigene Bequemlichkeit ist mir wichtiger, dass diese Ordnung bestehen bleibt, ist mir wichtiger als anzuerkennen und dann auch zu ändern, dass die Personen einfach in dieses System nicht reinpassen und dass sich das System ändern müsste und nicht, dass sich die Leute ändern müsste, weil die Leute können sich nicht ändern. Ich kann nicht ändern, wer ich bin. Also ich kann bestimmte Sachen ändern, aber wenn ich nun mal Geschlecht XY habe, dann ist das so und das kann ich ja nicht ändern. Und das heißt dann aber automatisch, dass gesagt wird, okay, du hast Geschlecht XY, aber dann, du hast halt nicht die gleichen Rechte, du hast nicht die gleiche Würde und ich gestehe dir nicht das zu, was eigentlich alle für Rechte haben sollten.
wieder bei diesem Punkt sind, als ob mir das etwas wegnehmen würde, wenn ich jemand anderem dieselben Rechte wie mir zugestehe. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so gut, da könnte man stundenlang drüber ranten. Ja, aber auch so eine weit verbreitete Angst. Also tatsächlich ja jetzt nicht nur bei Leuten, die zum Beispiel selber auch gar nicht irgendwie queer LGBTQIA+ Personen sind, sondern halt alle Menschen, wenn ich sehe, dass wir in der Community untereinander um Sichtbarkeit kämpfen müssen, weil die eine Gruppe Angst hat, durch die Sichtbarkeit der kleineren Gruppe geht ihr Sichtbarkeit verloren, haben wir es da schon mal. Und genauso ist es natürlich auch gesamtgesellschaftlich, wo dann gesagt wird, nee, wir können denen jetzt aber keine Sichtbarkeit geben, weil dadurch verliere ich ja Sichtbarkeit. Aber das ist eigentlich so ein Trugschluss, weil wenn die Vielfalt die Sichtbarkeit hat, die sie haben sollte, haben wir eigentlich alle gewonnen. Ist schwer. Man sieht uns nicken. Hiermit sind wir auch schon am Ende von Teil 1 angekommen. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, die Folge hier zu teilen. Das heißt, es gibt heute auch kein Lexikon und keine Kulturecke. Beides gibt es aber am Ende des zweiten Teils wie gehabt. Auf den könnt ihr euch in 2 Wochen freuen. Die Redaktionsleitung dieser Folge hat Delphine übernommen, also ich. Im Vorbereitungsteam waren Finn, Chris, Delphine, Noir, Luke, Domme und Elias dabei. Den Schnitt übernimmt Melle. Ganz lieben Dank euch allen dafür. Und in der Zwischenzeit, bis Teil 2 herauskommt oder auch generell, freuen wir uns wie immer über Feedback, Anregungen, Kritik oder wenn ihr uns einfach mal Hallo sagen wollt. Dazu findet ihr uns und unsere Kontaktmöglichkeiten auf unserer Website inspektrin.eu. Wir sind auf Instagram unter inspektrin-podcast, auf Mastodon, Facebook, X, YouTube und auf dem Aspect German Discord-Server im Kanal inspektrin-podcast zu erreichen. Ihr könnt uns aber natürlich auch eine E-Mail schreiben an inspektrin@gmx.net. Das findet ihr aber alles auch in unseren Shownotes verlinkt. Meldet euch gern und bis zum Teil 2. Tschüss! 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 Tschüss!
Ciao.